dann gehe ich mal ans Geschütz, weil Shai ist ja beim letzten Mal gefahren, wie ein junger Gott, ja. Sebastian Vettel wurde neidisch, hat mich auf Twitter direkt blockiert, hat gesagt, Junge, wenn deine Freundin schon so fahren kann, dann will ich aber nicht wissen, wie das bei dir aussieht, weißt du, ja, oh, der Trecker muss weg, ist heute auf jeden Fall nicht das Motto. Und wir müssen ein ganzes Stückchen fahren, ne, zu Clara zurückkehren. Das ist eine klare Sache, denn wir haben ja beim letzten Mal gelernt, dass wir diese Außenposten eben kaputt machen, indem wir diese großen Werbe-Propagandatafeln zerstören, natürlich alles kaputtholzen. Ja, wir sind gleich mit dem Auto rein, Junge, schön bemanntes MG, ratatata, das war schon ganz geil. Und ich denke mal, das wird genauso weitergehen, weil das war immer so mit Far Cry. Junge, der fährt da schneller als wir an der Seite, habt ihr den gesehen? Auf dem Rücken ist der aber gerutscht noch 30 Meter, Junge. Der war ja wild unterwegs. Du hast, glaube ich, einen erwischt gerade. Ja, aber ich bin das war nicht meine Schuld. Er hat meine Spur gekreuzt. Ah ja, oh. Was ist mit dem? Der auch. Ja, der hätte ja ein Warndreieck aufstellen können. Das ist im Grunde sein Fehler, ja. Also ich sag mal wirklich so, wenn mir ein Auto entgegenkommt und da ist ein bemanntes MG obendrauf. Oh, der hat sich schon rumgesprochen, wie du fährst hier. Was zum Fick? Ja, oh, ja, okay. Das sah ungesund aus. Wir laufen. Wir laufen. Das ist überhaupt kein Problem. Fand's aber schön, eben hast du gesehen, du bist nur auf diese Straße drauf und der Bauer direkt, ich brauche Hilfe. So, hilf mir doch jemand. Der weiß, was ihm blüht. Ach Mann. Was mache ich mit Clips? Da haben wir nicht so die Lösung irgendwie. Weil links habe ich generell aus, weil sonst die ganzen WoW-Goldseller-Bots den Chat stürmen. Und wenn ihr einen Clip gemacht habt und den auch benannt habt, dann werde ich den nach den Streams immer finden und dann in unserem Discord in den Clip-Channel posten. Also müsst ihr im Grunde gar nichts machen, außer den Clip benennen und dann wird er seinen Weg finden. So wie ich in die Sequenz. Regel 73. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen, sondern von denen, die gefürchtet werden. Ich finde es so seltsam, wie die Untertitel sich aufbauen, aber gut. Ja. Wir sollen Antons Schiffe versenken? Wir sind gottverdammte Fischer. Dann überlass uns einfach dem Tod, Kompai. Was machst du da? Probier's. Macht Spaß. Okay. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aus sieht? Ja. Tja. Funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also fangt an zu laufen. Los! Ich sagte, los! Regeln der Guerilla. Juan Cortés. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Sondern von den Gefürchteten. Was fürchtet Anton Castillo? Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias, ein Jahr da frei von Castillos. Doch er wird nichts fürchten, wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht erst, wenn wir mehr Leute oder Waffen haben, heute. Denn heute schlage ich eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe. Ich bin nicht furchtlos. Ich habe eine Scheißangst. Aber eins verspreche ich euch. Man wird mich fürchten. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. Ab nach Hause mit euch. Weiß sie überhaupt, was sie tut? Wen juckt's, Danny? Sie weiß, was wir brauchen. Ich sehe dich vom Himmel aus, Guerriero. Cool. Die haben alle richtig Bock, aber keinen Plan. Da sehe ich mich. Was fürchtet Castillo? Einen freifahrenden Craft. Oh ja, das fürchtet jeder. Zumindest jeder, der mich schon mal hat fahren sehen. Der eine hat die Stimme von Glenn aus Walking Dead. Damn, da haben sie mir zu wenig grad gesprochen. Ich habe nur auf die Dame geachtet. So. Danny, hörst du mich? Ach, gucke. Hast du diesen Heli zum Laufen gebracht? Sie, aber die haben ein Flugabwehrgeschütz, das den Luftraum um Castillos Kriegsschiff abriegelt. Verstehe, Juan. Ich kümmere mich. Mach das. Denn wenn ich getroffen werde, sorge ich dafür, dass meine brennende Leiche bei dir einschlägt wie ein Meteorit.
Cool. Okay, das ist genau die Motivation, die wir brauchen. Na dann, gehen wir doch mal runter. Und wenn wir Luftunterstützung wollen, müssen wir das Ding zerstören. Das kriegen wir hin, würde ich sagen. Unser Rucksack ist ja wieder ready mit V. Der hatte eine ziemlich lange Abklingzeit, war aber auch extrem OP. Ne? Damit haben wir fast die beiden Panzer zerdeppert. Insofern denke ich mal, dass das schon gerechtfertigt ist. Wollen wir nicht die Seilrutsche? Oh, ne, wir nehmen die Steinrutsche. Die ist eh viel cooler. Da war eine Seilrutsche? Nee. Ach ja. Oh. Oh. Hm. Ja, Frauen und Seilrutschen, ne? Das ist wieder der Klassiker. Es gab aber gar nicht so viele Frauen- und Autofahren-Jokes unter dem Clip, wo du das Auto 3 Minuten lang auf dem Dach gefahren hast. Es gab nur, nur zwei oder so. Ach so, ja. Ja, das sah nur bei mir so aus. Das ist aber ganz schön weit, hör mal. Hm. Was machst du? Ach so, ja gut, also... Reden, Schatz, reden. Nein, gutes Stück. Bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ich setze mich ans Geschütz. Du fährst. Ich finde das Wasser nach wie vor sehr, sehr schön. Hey, pass auf. Was nicht heißen soll, dass wir gleich wieder einen auf Amphibienfahrzeug machen. Aber vielleicht ist so eine Pfütze hier auf der Straße auch einfach mal sehr, sehr tief. Auch das werden wir rausfinden, ob wir wollen oder nicht. Aber ich vermisse es gerade ein bisschen, dass wir einfach querfeld einkacheln können, weil dieser See oder das Meer... Ja, ja, darum kein Handy am Steuer. Und ich dachte, ich habe genug gestoppt, das zu verleihen. Das ganze Betonklotz... Ich wollte dir noch etwas sagen. Clara, das war eine tolle Rede. Hör zu, egal was passiert, ich bin dir echt dankbar für alles, was du für Libertad getan hast. Und für mich. Du kannst mir danken, sobald wir durch Castillos Blockade gebrochen sind. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Danny. Okay, Flugabwehranlagen. Ich habe mal hier gerade so eine Übersicht auf. Wenn du in eine Flugverbotszone fliegst, holen dich Flugabwehrgeschütze vom Himmel. Spüre den Flugabwehranlagengelöt in Yara auf. Jage die Geschütze mit Sprengsätzen in die Luft, um den Luftraum über Yara zu befreien. Okay. Das haben wir ja geübt beim letzten Mal auf diesen Feldern. Oh Gott, von wo? Oh, moin Leute, Klassenfahrt. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. So, willst du reinfahren? Ah, fahren wir rein. Junge, was war denn das jetzt hier? Einfach ein paar Kills gesurft oder was? Sind wir schon drin? Ja. Oh Gott. Oh, das kann ich so vergessen, beim Fahren zu schießen hier, um Gottes Willen. Es passieren Dinge. Guapo ist aber vorne schon am Kämpfen. Nee, ich muss hier raus. Ich brenne. Ich brenne. Oh Gott, ich bin gleich tot. Oh nee. Oh. Was zum Fick? Y. Schnell heilen. Ja. Lecker. Okay, ich gehe jetzt mal in Deckung. Wo bist du so? In der Nähe. Okay, du bist aber nicht da vorne tot, oder? Nein. Okay, das ist gut. Dann ist das höchstwahrscheinlich Guapo. Da hinten wird gekämpft. Da wird gekämpft. Da explodiert was. Von wo? Ich sehe die nicht. Ach, da! Das war ein Mörser. Help. Help. Help? Hilfe! Das Feuer kommt immer näher. Mein Bein ist brät. Es tut so weh. Dankeschön. Pass auf, hier ist ein Mörser. Help. Oh Gott. Mann, ich wollte nur in Deckung gehen und dann kommt einfach ein Mörser. Was soll denn das? Ja, sollten wir den erst so ausschalten. Ich habe nicht erwartet, dass es so schnell kommt. Ich kann die Meteranzeige nicht wirklich einschätzen. Ja. Oh shit. Junge! Was haben sie hier für Anlagen? Mann, ich wollte doch vor 10 Minuten oder so einfach nur sagen, dass ich es schade finde, dass wir nicht querfeld einkacheln können. Wegen dem See. Und seitdem... ist so viel passiert, dass ich diesen Satz nicht zu Ende bringen konnte. Was zum Teufel? Aber ja, wir haben die Anlage kaputt. Und wir leben noch. Irgendwie. Sehr schön. Da ist Uran. Da ist was? Uran. Ah, Uran. Ja, hier ist allgemeine Menge Loot. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Flagge ist Geschichte. Der Himmel gehört dir. Jetzt schnapp dir diese Schiffe und Juan wird dein rächender Todesengel sein. Ach, wenn du meinst, solange du mir Deckung gibst. Ich geb dir Deckung, eine frische Zigarre und 12.000 Kugeln zerstörerischen Zorns. Legen wir los! Ehre.
Das klingt sehr, sehr gut. Was haben wir hier liegen? Einsammeln? Ach, eine Karte oder was? FND-Depots. Mhm. Ah ja, das waren immer so die Rätsel. Notierte Stichpunkte. Feldnotizen. Kampf gegen das Schwein. Navarro und Rodriguez wurden durchbohrt. Keiner von beiden hat überlebt. Maldonado entkam, wurde jedoch auf der kurzen Jeepfahrt zurück zur Basis ohnmächtig. Wahrscheinlich Blutverlust. Ich habe 3 Finger verloren, bin aber ansonsten immer noch entschlossen. Mögliche neue Taktik? Beschlagnahme eines Panzers. Alternativ? Flammenwerfer. Ich muss sicherstellen, dass das verdammte Schwein ein für alle Mal besiegt wird. Das ist ja dann nicht so gut gelaufen bisher. Verkehrsschilder werden überbewertet. Ja, ich habe auch keine gesehen irgendwie auf der Strecke. Zumindest nicht im Rückspiegel. Keine Ahnung, wo die alle hin sind. Ah, wir haben ja auch einen Fallschirm. Jo, den sollten wir benutzen. Der Fallschaden scheint nicht ohne zu sein. Das unser stimmt. Auto ist da, aber wer ist denn das da? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja der dann eben hier tot lag, wo ich dachte, das warst du. Woraufhin ich dann gestorben bin. Das ist ja auch ein Geben und Nehmen. Du musst mir mehr zutrauen. Ja, ich trau dir alles zu. Manchmal sogar zu viel. Help. Wir fahren weiter. Täusche ich mich oder haben die einen Kollegen dabei, der Quappo heißt? Ich dachte, ist Far Cry nicht Pokémon, so ähnlich mit G, Guappo. Aber ich sage auch immer Quappo, weil ich so vorbelastet bin. Fini, hi. 4 Benzin. Großbritannien plötzlich sehr an diesem Stream interessiert, oh ja. Oh, mutig. Ja, aber querfeldein, sie gönnen noch nicht so, obwohl jeder New World Spieler gerade neidisch ist, weil wir so viel Holz fällen hier. Pro Sekunde. Holz, ja, ich war abgelenkt von den 1000 Leuten, die du tötest, einfach beim Fahren. Oh Gott. Die Leute, sie rennen weg. Sie fliehen vor uns und dem Holz. Ich schlafe heute auf der Couch, ja, Hauptsache nicht im Auto. Das ist die Hauptsache. Zum Leuchtturm, ja, ein guter Aussichtspunkt. Da können wir einiges dazu lernen. Eingepackt, sehr schön. Ich bin bei Castillos Schiffen. Muy bien, Dani. Du verschaffst dir Zugang zu den Schiffen und überrascht sie. Julio, wo bist du? Ich bin im Leuchtturm. Ich sitze hier mit meinem Raketenwerfer und habe die Schiffe im Visier. Ich will deine Stimme hören, Raisa. Ich bin oben auf dem Turm. Der Schuss ist in der Kammer und die Entfernung eingestellt. Juan? Anschnallen! Der Juan ist am Himmel und seine Kugeln sind hungrig. Hey. Also gut. Wir nehmen uns diese Schiffe vor und versetzen ihnen einen Schlag, den sie nicht vergessen werden. Wir haben nur einen Versuch, Libertad. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Hey, schön M+, Leute, let's go. Guapo ist übrigens Spanisch und heißt Hübscher. Hübscher, Hübscher. Oha. Cooler Name für einen Alligator mit Goldzahn, das ist wohl wahr, ja. Ich würde aber auch nicht schlecht über den Namen reden in seiner Gegenwart, wenn ich ihn kacke finden würde. Hab da so ein ungutes Gefühl bei irgendwie. Gefährlich. Als jemand, der deine Playlisten von Far Cry 5 sowie New Dawn mehrmals studiert hat, wahrscheinlich viel zu oft... Lass die Finger vom Fallschirm. Ihr wisst, zu viel. Wie bist du denn? Ah ja, okay. Ich sehe schon. Wollte gerade sagen, das ist ein bisschen sehr hoch für einen Schlusssprung. Und hochklettern. Ah, geht da. Das Klettern läuft aber schon mal besser als in den anderen Far Cry-Teilen. Das ist ein Vorteil. Shai ist Doppelagent. Er hat auch einige Rebellen auf dem Gewissen, ne? Das stimmt schon. Kitoyo, hi. Ist es so? Ich bin mir unsicher, das war kein eindeutiges Zeichen. Vielleicht nur ein schüchterner Agent. Dani, du solltest deine Kamera benutzen, um die Verteidigung der Schiffe zu checken. Achso, ich dachte, um ein Selfie mit dir zu machen. Dann schießen. Coole Pose. Wenn Lita jetzt bei uns wäre, würde sie lächeln. Und sie wäre schon fast bei den Schiffen. Eine Kamera. Wäre Lita hier, würde ich ihr die Hölle heiß machen, weil sie nichts von dir erzählt hat. Pass auf dich auf, Julia. Ich sollte den Alarm ausschalten. Ja, wir haben Alarm, wir haben irgendwelche bemannten MGs, wir haben Raketenwerfer. Wir haben ganz schön viele Alarme, alle Lautsprecher. Kamera auch noch. Oh, wieso? So ein Blitzsymbol. Wieso? Was ist denn dieses Blitzsymbol? Blitzsymbol, da ist Harry Potter. Müssen wir aufpassen, wegen Patronus-Zauber. Nee, das ist die Vorhut. Achso. Das ist irgendein heftig gepanzerter Boy oder so. Warum haben Schiffe Kameras? Kann man Schiffe nicht einfach Schiffe sein lassen? Anscheinend nicht. Oh, wir sollen jetzt mit dem Fallschirm darüber. oh mein Gott. Hier mit Leertaste. Ja. Ja, oh, das wird gut, Leute. Oh, damn.
Aber ich muss mich noch mal kurz strecken vor diesem Akt. Wo willst du denn ungefähr landen? Ich habe keine Ahnung. Soll ich lasse das einfach auf mich zukommen. Juhu! Okay, das war unerwartet gelassen. Aber ich weiß nicht, ob ich bei dem Schiff auch wirklich ankomme. Ich glaub das nicht. Sinn der Sache. Wobei, da ist eine Leiter. Maybe doch. Maybe war das gar nicht so schlimm. Gut, das Schwimmen ist gerade sehr schlimm für mich. Aber da ist Soll eine Leiter. Ich Na, komm lieber hier runter. Das ich war bin in schon Ordnung. Da. Ach, du bist schon da, solange jetzt nicht dieses Vieh aus Jurassic Park auftaucht. Können wir hier hoch? Yo, oh mein Gott, wir sind voll die Infiltratoren. Mit Alligatoren. Was auch immer das für ein Dialekt war. Ich bin an Bord. Jetzt geht es um alles, Danny. Mach sie kalt und schreck nicht davor zurück, ihre eigenen Waffen gegen sie einzusetzen. Die Geschütztürme hauen mächtig rein. Oh, gute Idee. In Far Cry gibt's leider Tiere im Wasser, ja. Wir haben auch schon Haie irgendwo rumliegen sehen, auf so Fischerständen. Gar kein Bock. Warte kurz. Warte kurz? Oh, da, ja, weil okay. Weil die nicht schon gesehen haben. Ach so. Ja gut, ja, du hast das voll im Griff. Ich sehe das schon. Hier ist Vasquez. Alles sauber. Nichts zu melden. Nichts zu melden, tot. Ja, ist nicht so ausgerutscht hier. Herzinfarkt, scheiße. Oh. Ja, und das ist jetzt nicht so gut gelaufen, muss man sagen. Wieso? Ich kann das Geschütz einfach nicht drehen. Das ist ja komplett useless hier. Oh mein Gott. Zeit für den Rucksack. Bums. Scheiße, Mann. Gracias, Reisa. Was habe ich für eine Waffe gerade? Eine brauchbare? Oh! Ja, eine brauchbare. Okay. Klappt schon. Far Cry ist nur First Person. Ja. Also manchmal irgendwie im Lager und so an der Werkbank, da hat man auch eine andere Perspektive, aber ansonsten ist immer so hier. Lohnt es sich noch, die jetzt kaputt zu machen? Komm, wenn wir auch schon mal hier sind, oder? Bist du vorne am Aufräumen? Ja. Oh, da ist unser Boy mit dem Raketenwerfer. Das ist mal ein Auftritt, Juan. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich loote derweil. Lululu. Ach so. Lululu. Ja, warum erwarte ich schon irgendwas anderes? Ich habe Schießpulver. Ja, das ist wichtig. Ohne Schießpulver können wir den Krieg nicht gewinnen. Um Gottes Willen. Es passieren schon wieder Sachen. Was zum Fick? Ich hoffe, die erkennen mich alle auf die Distanz. Da bist du. Beide Schiffe sichern. Also ich schätze mal alle töten. Töten, abgehen, feiern. Das klang nicht so gut. Komm mal runter. Huhu. Ich bin's. Man kennt mich aus Filmen wie Ich schieße ihnen in den Rücken. Und Ich schieße ihnen in den Rücken 2. Eine sehr beliebte Fortsetzung. Boom, Benzin. Aua. Asahi, hi. Die werden nicht locker lassen. Sie haben Angst vor dir. Das fühlt sich aber nicht so an. Na, Junge, ich habe auch Angst vor mir, wenn ich das hier so sehe. Was zum Fick? Wo bist du? Da vorne. Oh shit. Ihhh. Nummer 1. Siehst du den Heli? Ja. Oh. Den feier ich gerade nicht so. Oh, der kriegt keinen Schaden. Aber Supremo ist ready. Okay, let's go. Rums. Yo. Das war fett. Fett, fett, da ist noch einer. Shit. Ist dein Rucksack ready? Ja. Ansonsten brauchen wir so ein bemanntes MG. Aber vielleicht kriegst du ihn damit herunter. Yo, das sieht gut aus. Yo. Fucking Feuerwehr. Wie sollen wir jetzt aufs andere Schiff kommen? Gibt's eine Seilrutsche? Ach, ne. Silvester gibt's nicht. Wieder schwimmen? Nee, mit so einem Haken. Ah, okay. Ja, ich loote gerade noch. Hier gibt's bestimmt noch was Geiles. Wir haben ja auch eben davor schon noch eine Waffe gefunden. Es passiert zu viel. Die Reizüberflutung. Sind das diese Rucksackterroristen? Ich glaube ja. Backpack-Rapper nennt man die auch. Wo hast du da einen Greifhaken gesehen? Da ist ein Kran. Ich sag dir, versuch mitzuhalten. Der Kran. Einfach am Leben, okay? Mhm. Der Kran. Da einfach hier ran und dann hochklettern, oder wie? Ja, so. Irgendwie sollst du auch von den zum anderen. Ah, und dann so schwengen. Schwengen vor allem. Schwengen gedenken. Aber da ist ein Scharfschütze, weshalb das nicht wirklich funktioniert. Na klar, der kann nichts, der Scharfschütze. Der ist blinder als ich. Okay. Gleich wird gesprungen. Achtung, ich bin Tarzan. Ich bin Alexander Klaas im Musical. Geht nicht, shit. Wie lass ich los?
Steuerung links. Okay. Oh, 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 oh. Hilfe. Hilfe. Ja, ich arbeite dran. Help. Ich bin ungünstig gefallen und hab mir den kleinen Zeh verrenkt. Ich kann nicht aufstehen. Dankeschön. Alter, der Reds of Range. Sehr schön. Spitzen-Tarzan. Ja. Beschwerden bitte an Alexander Klaas. Der hat mich inspiriert dazu. Ich kann nichts dafür, okay? Ich bin unschuldig. Wasche meine Hände in Unschuld. Hier ist ganz schön viel Blut. Ah ja, das gehört wohl dem. Und das andere Schiff ist zumindest auch fertig. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir jetzt nochmal rüber müssen, aber nein. Sieht der gut aus insgesamt. Chris, hallöchen. Meppo, hi. Gut. Ich hätte immer noch gern Granaten. Aber ich krieg keine. Du kannst mit Q wechseln, doch? Echt? Ja. Mit Q? Na gut, ich hab Molotovs, aber ich will Granaten. Achso. Ja. Wenn Lita uns jetzt bloß sehen könnte. Sie würde dir Zielen beibringen. Fick dich doch. Dankeschön. Ich werde hier beleidigt, Leute. Bin gerade fast gestorben. Und dann sowas. Mann, ey. Was müssen wir denn noch kaputt machen? Ist doch alles. Ja, fertig. Sind wir fertig? Alles klar. Ich habe bei meiner Inventur nichts gefunden. Ich weiß auch nicht, wann die Dialoge wieder losgehen. Deswegen traue ich mich gar nicht zu reden. Aber mir haben die gerade kurz gelabert. Ja, deswegen kurz. Und jetzt? Clara, aha. Wir sind fertig. Verschwinden wir. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Danny. Freuen wir uns nicht zu früh. Ich bleibe zurück, bringe Sprengladungen an und sorge dafür, dass die Schiffe in die Luft fliegen. Gib Bescheid, wenn du fertig bist, Julio. Verstanden. Danny, ich bin auf dem Weg zu dir. Schön. Das war aber schon ein herber Schlag, also zwei so fette Schiffe kaputt zu machen. Mhm. Das wird ihn, glaube ich, ein bisschen ankotzen, den Kollegen. Wo bist du, Clara? Begib dich zu Claras Boot. Wo ist Claras Boot? Das ist, Apo. Du hast Po anfasst. Wo ist es denn? Ich sehe es auch nicht. Da kommt es! Ich sehe es, aber ich sollte ja nicht runterspringen. Ich habe schlechte Erinnerungen an solche Höhen. Ui! Ja, jetzt sehe ich sie auch. Alles klarer. Sehr gut. Viva Libertad, Dani. Moin. Direkt abgesoffen. Das Geräusch war nicht gut. Ei, unser Werk. Feinste Umweltverschmutzung. Krasses Feuerwerk, muss man dir lassen, Clara. Verdammt, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft, Danny. Das ist der Unterschied. Was wirst du tun, wenn du in Amerika ankommst? Alejo und ich wollten Drecksjobs machen, bis wir genug Kohle haben, um eine Werkstatt zu eröffnen. Wenn uns das Embargo der Yankees eines gelehrt hat, dann wie man die Dinge mit nichts am Laufen hält. Ist das dein Traum? Klar, die Yankees mögen dich dafür bezahlen, dass du ihre Autos parkst oder ihr Obst pflückst. Aber du wirst nie einer von ihnen. Den amerikanischen Traum gibt es nicht in unserer Farbe. Okay, wenn wir schon dabei sind, unsere Träume zu zerstören, was hast du vor, nachdem du gewonnen hast, Presidente Garcia? Der nächste Präsident wird keine 6 Monate überleben, ehe man ihn ermordet. Moment, was? So sieht's aus. Werden freie Wahlen dieses Problem nicht lösen? Was ist mit deiner Liste? Es ist eine Vision, Danny. Aber ich bin nicht so naiv, wie du denkst. Diese Revolution wird Yara befreien, aber nicht heilen. Wenn wir die Hauptstadt einnehmen, wird Yara brennen. Durch einen Bürgerkrieg, Fraktionskämpfe, Warlords, von außen unterstützte Staatsstreicher. Such dir was aus. Yaraner werden eine ganze Generation lang Yaraner umbringen. Aha. Dieser Kampf wird den Rest meines Lebens andauern. Yara steckt in einem Teufelskreis aus Tyrannei und Revolution. Mein Job ist es, uns aufzuzeigen, wie man ihn durchbricht. Das ist gar nicht dein Traum, oder? Du musst das tun. Wie kommst du darauf? Niemand will das freiwillig. Doch, Danny. Jeder, der mir folgt, der sich Libertad anschließt, entscheidet sich freiwillig. Aber weißt du, ich sehe dich wirklich schon Regale in einem dieser riesigen Yankee-Supermärkte auffüllen. Fick dich. No, no. Ich glaube, nur so eine kleine Uniform stünde dir gut. Mit Namensschild und vielleicht einer schicken Schürze. Lass mich aus deinen Fantasien raus, Clara. Schön. Die Hintergrundlore einfach auf dem Schiff gedroppt. Sehr vorbildlich. Das ist die eine Stimme von Haus des Geldes, ja. Ah, meine Lieblingsguerreros. Ich habe meine Insel vermisst. Heute Abend wird gefeiert. Es tut mir leid, Jefe. Was gibt es? Julio ist noch nicht zurück.
No. Die Drops sind Ingame-Loot, genau. Irgendwelche Skins und so für Far Cry. Wir sind im Gefängnis. Oh, damn. Libertad wird euch wahre Yarana umbringen. Traidores, Criminales! Junge, doch Cyberpunk. Puta. Micho, der Unterschied zwischen wahren und falschen Yaranern ist oft schwer zu erkennen. Aber es gibt ihn. Ein wahrer Yaraner versteht, dass Treue zum Vaterland der Schlüssel zum Überleben ist. Nicht Gerechtigkeit, nicht Liebe, nicht mal Familie. Die Treue zu einer Vision, die über ihn selbst hinausgeht. Komme mir da. Falsche Yaraner sind gern die Parias. Sie sind süchtig nach ihrer Perversion, dem Chaos, den Lügen, wie wilde Hunde. Aber Hunde kann man erziehen, dem Paradies zu dienen. Und wenn ein Hund sich nicht erziehen lässt, so wie Julio hier, wie Clara Garcia, wie Libertad, dann müssen wir ihn einschläfern. Papa, ich habe verstanden. Schläfe Julio ein. Wow. Was? Das ist ein schwieriger Schritt auf dem Weg ins Paradies. Ich verstehe das. Aber verwirklichst du unsere Vision, dann verspreche ich dir, dass so etwas nicht mehr nötig ist. Ich komme, Lita. Schön. Dann genieß die Show. Uff. Okay. Regel Nummer 20. Einmal Guerilla, immer Guerilla. Gorilla. Gorilla. So viele Möglichkeiten, das noch falscher auszusprechen. Julio hat eingecheckt. Todesbeweis. Er ist bei deiner Freundin Lita im Jenseits. Ich halte meine Versprechen. Du wolltest ein Boot, du hast ein Boot. Es ist ein schwimmendes Stück Scheiße. Wird dich an einen Strand bringen. So einen mit fetten Yankees. Ihr beide lasst mich einfach so gehen. Bullshit. Du hättest uns schon lange verraten können. Mein bester Guerriero. Ich verspreche keinen Sieg, noch nicht einmal, dass du überlebst. Was ich versprechen kann, du bist Fortunas Nummer 1. Klappt das immer? 50-50. Geiles Boot. Da sehe ich mich. Ja, oh. Ich weiß, du magst sowas nicht. Bingo. Das Scheißboot säuft vermutlich auf halbem Weg nach Miami ab. Aber sollen wir damit wirklich einfach mal über die Grenze fahren? Über die Grenze fahren? Ja, also einfach mal wegfahren und gucken, ob das funktioniert. Lass uns das machen. Okay, also Guapo ist auf jeden Fall ganz happy. Guck mal. Check. I am Speed. Erhöhte Militärpräsenz. Nice. Toll. Ja, ein bisschen weird, wie sie jetzt auf seinen Tod reagiert haben, oder? Ich meine, gut, die sind vermutlich ein bisschen abgehärtet, aber ja, hier ist der Todesbeweis. Ja, hier ist sein Boot und so. Let's go. Oh, du fährst, okay. Kann ich irgendwie... Ah ja. Eine Seefahrt, die ist lustig. Guapo, komm bei Wasserfuß und so. Bei Wasserbein. Biddy Bundy. Ich muss kurz gucken. 17 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Was hat die Frau für eine Plastikbuddel an der Waffe? Ja, das ist ein Schalldämpfer, ne? Das ist die Next Gen. Einfach von den, von den Flammenwerfern, wollte ich sagen. Aber den haben wir ja von den Schalldämpfern. Mhm. Bei mir ist gerade so eine Nachricht aufgeploppt wegen einem Drop. Was heißt das? Ihr habt jetzt, dadurch, dass ihr Far Cry Streams schaut, Items für Far Cry bekommen. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, gibt es häufiger mal auch rund um New World oder so, ne? Gab es, glaube ich, leider noch nie mit WoW, aber ja, das ist so ein System von Twitch.
wo quasi dann das Schauen der Games Loot für die Games bringt. Ne? Und da gibt es jetzt auch so eine Aktion mit Far Cry, bringt euch irgendwie Skins. Und so? Was war das gerade für Zeug? Sind wir jetzt abgehauen? Ist das Game jetzt durch? Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ich auch nicht. Das Credits einfach. Wir sind abgehauen. Das ist nicht unser Kampf. Ciao. Drei Monate später. Okay. Trotz der Tragödie verspricht das Unternehmen, dass der bisher geheim gehaltene neue Park bald eröffnet werden soll. Weitere Meldungen. Der Krieg in Yara ist vorüber. Präsident Anton Castillo verkündete, dass Libertad-Anführerin Clara Garcia von Spezialkräften getötet wurde. Während die Pandemie die Welt weiterhin im Griff hat, überlegt die Regierung, einen weiteren landesweiten Lockdown zu erlassen. Aber spielen wir doch erst einmal etwas Heiteres. Und jetzt Tom mit dem Wetter. Yo, wait. Ist das jetzt wirklich ein Ende? Scheiße. Ja, Leute, das war Far Cry. Hoffe, hat euch gefallen. Da kommen wirklich die Credits. Ich kack mich komplett voll. Unerwartet. Das ist eine andere Scheiße. Man kann sich wirklich verpissen. Das war's. What? Ja, Speedrun. Lade ich als Speedrun hoch. Gar kein Problem. Haben sie nicht gemacht, Mann. Haben sie nicht gemacht. Okay, cool. Ja, war gut, ne? Hat mir gefallen, das Game. Hatte viele tiefe Momente. Ja. Was zum Teufel? Also, ja. War super. Ich glaube, wir probieren noch mal einen anderen Weg. Ja, so. Ja. Obwohl, jetzt wissen wir, dass es scheitert. Ja. Aber vielleicht können wir das ja verhindern. Na, okay. So ein Ende gibt es in jedem Far Cry. Echt? Dann war ich bisher immer zu blöd, das zu finden. Oh. Oh, Mann. Oh. Warum will ich auf einmal die Yankee-Hymne singen? Aber good to know. Bingo. Ah ja. Scheißboot säuft vermutlich auf halbem Weg nach Miami ab. Mach ich. Das war ja total behämmert. Großartig. Das war ultra gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ich habe mit irgendeiner anderen Scheiße gerechnet, aber nicht damit. Ja, ich hätte gedacht, dann kommt so, willst du das wirklich tun? Oder hier kannst du nicht weiterfahren, aber... Ja. Wir haben einfach schön am Strand gehockt, Junge. Herrlich. Richtig gut. In Far Cry 5 gab es das auch, wenn man den Vater am Anfang nicht verhaftet. Ah, yo, da konnte man so ganz lange warten, ne? Ey, Mann. In 4 war das auch so, 15 Minuten sitzen bleiben am Anfang, dann fliegt er mit einem Heli zum Ende. Und gut, wow. Wow. Good to know. Ja gut, aber die wenigsten warten halt auch 15 Minuten, ne? Interessant, interessant. Ja, dann sind wir wieder zurück. Und werden mal versuchen... Oh, Le Snack. Nom. Wie? Ich habe nur Streicheln gemacht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo das Fleisch herkam. Und du kannst schweben. Okay. Der schwebende Fleischbringer. Nom. Das sieht sehr ungesund aus. Bin gespannt, ob du jetzt runterfällst. Tatsächlich. Super. Die Macht des Krokodils hat dich beflügelt. Sehr, sehr schön. Nun gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal rüber und quatschen mit unseren Freunden. Pagan sagt einem am Ende von 4 auch, dass er einen direkt zum Ziel gebracht hätte, wenn man auf ihn gewartet hätte. Gucke da. Sehr interessant. Nice. Oh, das ist nicht hier oben. Nicht hier oben? Ach, nee, wir müssen rein. Ah, ja. So eine Basis, okay. Wie Guapo rennt. Das ist mein Büro, Juan. Nice. Ein Büro? Ui. Junge, sehr stylisch. Nebenbei eine riesige Bombe hier. Ausgezeichnet. Danny, wieder auf der Suche nach Chaos? Willst du, dass ich dir die besten Supremos und Impro-Waffen mache? Dann brauchst du abgereichertes Uran. Zu deinem Glück lagert Castillo seine Vorräte bei den größten Kanonen auf der Insel, bei seinen Flugabwehranlagen. Wenn du etwas von diesem süßen Uran gefunden hast, kannst du es in mein Büro oder zu einem meiner Mitarbeiter bringen. Wenn du eine FND-Basis einnimmst, wird ein Mitglied vom Team Juan einziehen und dir Zugang zu meinem Inventar geben. Hey. Denk dran, gewisse Vorzüge sind an einen Rang geknüpft. Wenn Clara so freundlich ist, dich zu befördern, können wir dir bessere Ausrüstung geben. Halte einfach deine Pesos bereit.
Auch in der Revolution gibt es nichts umsonst. Und ganz unter uns hier noch ein Guerilla-Geheimtipp. Hab ein bisschen Spaß, verdammt nochmal. Stirb mit einem Lächeln im Gesicht. Wow. Dieser Typ einfach. Holy shit. Macht Chad das auch so bei dir mit den Leckerlis? Nee, aber bei Katsus. Auch dann so eine Runde schweben. Los geht's. Rang 3, haben wir die jetzt schon? Du kommst wieder. Ja. Sie kommen immer wieder. Okay. In der Nähe. Hier ist der Rucksack. Er hat wirklich ein wildes Labor am Start. Ich wollte mir die Waffe mal noch angucken, die wir bekommen haben. Ja, das ist eine gute Idee. Wo waren das? Arsenal? Und ich glaube, es war ein Gewehr, oder? Glaube ich? Ja, da unten ist es. Viva Libertad. Genauigkeit und Handhabung, dafür ein bisschen weniger Schaden, aber das ist es mir, glaube ich, wert. Nehme ich mal mit. Gut, aufwertend fühle ich gerade noch nicht so. Sollen wir uns aber zumindest mal angucken. Was haben wir denn hier? Verteidigungssupremo. Verrücktes Feuer. Erzeuge einen gigantischen explosiven Ring, der deine Gegner röstet, und drücke in der Luft auf Springen, um dich nach vorne zu katapultieren. The fuck? Phantasma. Triggered. Stifte Chaos, indem du Giftgas über das Schlachtfeld schießt, durch das sich deine Gegner gegenseitig angreifen. Oder ein EMP-Impuls, der alles umwirft und Sicherheitssysteme ausschaltet und einen Fahrzeuge kapern lässt. Sehr wild. Impro-Waffe. Nägel werden verschossen. Okay. Ja, das ist schon nicht uninteressantes Zeug. Katzi, was machst du? Na, Katzi, putz dich. Hallo. Ja. No. Putzen einfach am Intensivieren. Tja, da können wir durchaus Uran investieren, aber ich bin gerade mit unseren Waffen noch relativ zufrieden. Ja, deswegen wüsste ich jetzt noch nicht, wo ich investieren soll, würde Tutenteen. Insofern, ja, belassen wir das doch dabei, solange das geht. Ich kann mit ihr reden, um mich Libertad anzuschließen, ja. Jetzt können wir also sagen, gut, das mit dem Strand ist ganz nett, aber wir wollen lieber mit einem Lächeln sterben. Wir machen den Gold Roger und reden mit ihr und sagen, ey, wir sind voll dabei. Durch den Prime Loot für das Spiel bekommt man ja nicht nur einen Rüstungsskin, sondern unter anderem auch ein Pferd und ein bisschen Pinke-Pinke. Gucke da. Bisschen Pferde-Pinke. Das ist auch was Feines. Junge, wo steht sie denn? Die stehen so weit auseinander. Oh Gott. Rennerei. Sobald du wieder in Santuario bist, suchst du überall nach Waffen, Munition und neuen Anhängern. Castillo ist überrascht. Das sollte so bleiben. Willkommen bei Libertad, Dani. Ich könnte jederzeit wieder gehen, aber ich bleib erstmal. Inspirierend. Befreien wir Yara. Yeah. Oh, wow, das sind die Gegner. Da war der Joker dabei. What? Das habe ich nicht gesehen. Castillo kontrolliert ganz Yara mit Soldados, Sklaven und Blut. Die Hauptstadt ist eine Hochburg. Nehmen wir Esperanza ein, ist Yara frei. Mhm. Am leichtesten können wir Castillo schwächen, indem wir viele FND-Stützpunkte und Kontrollpunkte angreifen. Aber das Wichtigste ist, Esperanza zu umstellen und Castillo in seinem Käfig festzusetzen. Das heißt gezielte Operationen, die die Revolution vereinen und Libertad stärker machen. Dafür musst du es schaffen, dass sich drei Gruppen bei Libertad anschließen. Jede dieser Gruppen führt Krieg gegen einen anderen Teil von Castillos Imperium, welches von seinem inneren Kreis kontrolliert wird. In El Este beuten Eindringlinge wie McKay Global unsere Ressourcen aus und Admiral Benitez verteidigt Castillos Giftproduktion. Aber die Legenden von 67 können uns helfen, das Blatt zu wenden. Sie verstecken sich im Dschungel rund um die höchsten Berge Yaras. Ihr bester Guerrillero El Tigre wartet nur darauf, dass du sie überzeugst, sich uns anzuschließen. Jo, der Chef. Dann wäre da noch Valle de Oro. Es ist nicht nur das Zugpferd von Castillos Viviro-Operation, sondern auch von seiner Propagandamaschinerie. Geführt von seiner Kulturministerin Maria Marquesa. Aber ich habe ein paar alte Freunde, die unsere Gegenpropaganda organisieren können. Maximas Matanzas. Sie waren die Stimme des Protests und können Yaras Dissidenten motivieren, für Libertad zu kämpfen. Sie sind abgetaucht und wurden zuletzt in einem Fort in Balaceras gesehen. Wir müssen sie vor Castillos Truppen finden. In Madrugada hat Castillos Neffe José das Sagen. Ein Sklaventreiber, der Parias zwingt, diesen vergifteten Viviro-Tabak anzubauen. Aber die Montero-Familie führt Krieg gegen José. Sie hassen Besucher, aber ich habe von einem gewissen Mechaniker gehört, der eine Werkstatt in Costa del Mar hat. Er heißt Filibar Saga und ist sozusagen ihr Türsteher.
Wenn ich du wäre, würde ich in Matarogada anfangen. Wir holen uns mit Hilfe der Monteros den Tabak zurück und drehen Castillos Viviro den Hahn ab. Du musst nur diesen Mechaniker Fili finden. Währenddessen bleibe ich hier und führe gezielte Schläge gegen Castillo in ganz Yara aus. Und ich soll all diese Fraktion dazu bringen, sich Libertad anzuschließen. Wie? Ganz einfach. Geld. Hilf ihnen. Ach so. So gut du kannst. Na gut, das geht auch. Geld wäre diese sichere Option. Schicke ich den ganzen Trupp, ist es eine Invasion. Schicke ich einen Späher, meine ich nicht ernst. Mit dir kriegen sie meinen besten Guerriero ohne Politik und so. Hilf uns. Libertad nimmt die Hauptstadt. Wir schlitzen Antons Kehle auf, trinken sein Blut und so weiter. Mhm. Dani muss an die Luft. Viva Libertad, Heffer. Ja, ja. Nice, richtig Bock. Ich bin nicht Claras beste Guerriero, das bist du. Du hörst nicht zu. Dann übersetz es mir, Juan. Der Akzent. Clara versucht es zu verbergen, aber sie stammt aus einer reichen Familie wahrer Yarana. Oh. Sie kann schießen, bluten und trinken Super. Mit uns, wie sie will. Aber den Gestank der Oberschicht wird man nicht los. Was hat das mit mir zu tun? Du bist eine Weise, Dani. Arm. Aus der Gosse. Wenn sie dich sehen, sehen sie keine Politik. Sie sehen, dass sie keine Ausrede haben. Sie benutzt mich. Sie. Und umgekehrt benutzt du sie auch. Willst du Anton töten? Ja. Willst du Yara befreien? Klar willst du. Aber das hier kann Clara nicht sagen. Doch wir beide wissen es. Du willst das. Du bist Guerriero. Für uns bedeutet der Stift in der Hose bei einem Hinterhalt und der beißende Gestank von Schwefel in der Nase. Das ist... Spaß. Keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Prost. Schön rein ins Meer. Jawohl. Juhu. Okay. Ja, einige Waffen sahen aus wie von den Ghostbusters. Das stimmt wohl. Danaro, hallöchen. Blackface, hi. Erzähl mir, was du willst, aber das Ding rechts neben... Achso, Phantasma, ja. Mit den Ghostbusters. Muss ich tatsächlich auch gerade dran denken. Guck mal, wie viele Fische da schwimmen. Jetzt weiß ich auch, warum man direkt eine Angel am Anfang gesehen hat. Oh, erst mal schön alles verschmutzen mit irgendwelchen explodierenden Schiffen und dann die mutierten Fische angeln. Extra Inhalte verfügbar. Yay, im Arsenal. Bei den Amigos und bei den Fortbewegungsmitteln. Cool. Ja, das war ein schönes Intro. Das war schon mal stimmiger als die Geschichte mit, jo, guck mal, das Beweisfoto, dass er tot ist. Let's go. Können wir jetzt wieder das Boot nehmen? Die Drinks werden doch warm, ist so. Wir müssen schnell, schnell machen. Mhm. Du angelst jetzt direkt den Staubbringer. Oder eine Schildkröte. Wir sind gespannt. Voll der fellverzerrte Ork, wir schlachten sie ab, erobern ihr Land und trinken ihr Blut. Jawohl. Oh, was ist das denn? Yo, hier ploppen gerade mega interessante Sachen auf. Ein Cyberauge, what? Dann müssen wir uns gleich alles... in Ruhe ansehen. What? Du hast einen Hut auf. Ich kann mein Prime-Blut jetzt benutzen. Hey. Also ich konnte ja das machen, wie fancy ich bin. Ich lasse das gerade noch durchlaufen, wobei das sind so viele Sachen, vielleicht lohnt es sich auch, das zu skippen. Ja, spannend. Es ist im Grunde Assassin's Creed mit Landstrich für Landstrich erobern, nur halt mit Freiheitskämpfern, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und der da unten ist ein Old God. Sehr nice. Gut, ja, dann fangen wir da oben an. Ich checke aber auch erstmal den Loot. Amigos, da unten, K9000, eiserne Haut. Jo, das ist ein Robo-Wuffel. Dein metallischer Freund trägt weniger Schaden durch Schüsse davon und wird immun gegen Gift und Feuer. Wie cool, den hast du nicht. Na, dann kannst du Guapo rufen und ich rufe den K9000. Der müsste jetzt da sein. Ich habe ihn gehört. Wo ist er? Da ist Guapo. Aber wo ist... Ist er das da drüben? Ist er im Wasser gespawnt und schwimmt jetzt um die Insel rum? Ja. Ja, okay. Cool. Wie war denn das mit Q? Q? Oh, jetzt kriege ich auch noch mehr. Okay. Oh, jetzt... Oh ja, hier ploppen so viele Sachen auf. Was geht? Oh mein Gott. Ja, bis wir uns das alles angeguckt haben, ist der Hund auch da. Bestimmt. Shion, hallöchen. Die alte Dame im Raid hat wieder keinen Bogen gegönnt und das bei drei Huntern. Frechheit, sage ich. Frechheit. So.
Das war das falsche Menü. Ich wollte gern wieder ins Arsenal. Und mal gucken, was wir da so bekommen haben. Zeig mal her. Oh, Julias letztes Gefecht. Junge, der Schaden, was ist denn da los? Holy. Die ist ja super geil, hör mal. Feier ich sehr. Was haben wir hier noch? Discos Lockers. Ach, das ist diese Waffe, die auch im Trailer zu sehen war. Mit der man, CDs verschießt. Wir haben außerdem noch ein Snipergewehr. Feuerrate 180. Und das hat nur 49. Ja, nehme ich einfach mal. Cobra Con. Wird schon nicht schlecht sein. Was haben wir noch? Statt Gewehr könnte ich ja dann Discos Lockers nehmen. Wow. Der schießt einfach CDs und die enthaupten dich. Let's go. Außerdem haben wir hier bei den Pistolen El Caballero Blanco. Und hier drüben AJM9, Reihenfeuerpistole, Mega-Geschwindigkeit, da sehe ich mich. Die sehen aber auch fancy aus. Jetzt haben wir bestimmt voll die OP-Waffen, können nie wieder sterben. Das ist okay. Was haben wir hier? Ein Hut, Zielstabilität, okay. Hier ist ein Robo-Wuffel. Und ein Cyberauge. Ja, das wird der sein, genau. Gegner in der Nähe werden nach Takedown-Kills markiert. Die Waffenbewegung wird verringert. Ja, das finde ich doch gut, ey. Cyberauge ist irgendwie anders verstörend. Ja. Ich nehme den Hut, das klang sehr gut. Was haben wir noch? Cyberjacke, Verteidigung gegen Spreng- und panzerbrechende Munition wird erhöht. Und du erhältst Pesos, wenn du Zivilisten befreist. From Yara with Love. Was für ein schönes Shirt. Oder Ausdauer regeneriert sich viel schneller. Jo, was für ein Set. Okay, was haben wir hier noch? Mehr Scharfschützenmunition tragen. Wesentlich mehr Seitenwaffenmunition tragen. Ja, da sehe ich mich aber bei der Scharfschützenmunition. Dann haben wir Schuhe. Bewegst dich tagsüber leiser. Sonnenläufer. Nice, die Tauren. Oder du bewegst dich schneller, nachdem du Schaden erlitten hast. Da sehe ich mich. Die Cyberstiefel. Außerdem Handschuhe. Je, Hallöchen. Ah ja, hier hatten wir die Uhr. Deine allgemeine Verteidigung wird erhöht, wenn du durch ein Visier blickst. Oder Waffenbewegung wird stark verringert. Sehr, sehr gut. Die Cyberhandschuhe. Oh Junge, das Shirt ist von den Drops. Ach so, dann habe ich das Hühnchen vielleicht doch schon. Siehste, good to know. Fahrzeuge, haben wir da generell was Neues? Nee, aber wir haben was Defensives. Ah nee, das ist wieder was anderes. La Proa, selbst angebauter Rambock oder Packard, ein Pflug. Okay, kann Autos umwerfen, enormen Aufprallschaden verursachen. Wow. Das sieht sehr kreativ aus. Direkt eine Cyberhand, einfach abgehakt. Ja, Johnny ist zurück, ne? Schön T-Mock in Far Cry. Ganz genau. So, was hatten wir hier noch? Lufterfrischer, eine Palme aus Plastik oder ein Hufeisen. Na ja, gut, behalten wir die Palme. Und statt dem Hut hätten wir einen Chibi von einem Hundeauto oder Rex Power Colt. Was zum Teufel? Halb Mensch, halb Maschine, ein ganzer Held. Ich möchte den Hut. Den Hut, den finde ich gut. Ja, aber mehr habe ich jetzt noch nicht gesehen. Hier ist ein Hühnchen bei. Ah, vielleicht ist das dann Skin für das Hühnchen oder so, das wir bekommen, ne? Das könnte sein. Das könnte sein. Weil mehr habe ich jetzt noch nicht zur Auswahl. Gut, das war schön. Und da ist mein neuer Wuffel. Hey, Bro. Was geht? Oh, damn. Es ist Todesschwinger als Hund. Kann man den QR-Code scannen, wurde gefragt. Das ist eine gute Frage. Wollt ihr es mal probieren? Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Nee, ich glaube, der QR-Code soll nur für dich sein. Ja? Damit du das darüber direkt connecten kannst, ja. Ah, okay. Und Guapo schwimmt schon wieder. Lululu. Ja, weil ich auf diesem Boot auf dem Fahrt. Okay, wir sollen zu Philly. Achso, du bist schon ready. Ja, dann gehe ich mal hier oben rein. Ja. Aber wie kommt mein Wuffel mit? Tschüss. Ja, du auch. Danke. Bin begeistert von unseren Outfits. Ja, er schwimmt hinterher. Ja, er schwimmt auch. Ja, ist ein Robohund. Ne? Wird schon keinen Kurzschluss kriegen oder so. Und wenn doch, dann merken wir es wahrscheinlich auch, weil auf einmal alle Fische oben schwimmen. Hm? Kommt so ein Megalodon-Körper nach oben rum. So, huch. Hoppala. Aber Bootfahren gefällt mir bisher sehr gut. Wenn du Soldaten tötest, wird Castillo seine Spezialeinheiten auf dich loslassen. Weißt du, was diese Typen auszeichnet? Ihre Spezialausbildung und ihre schwere Bewaffnung.
Klugscheißer. Aber ja, du wurdest gewarnt. Okay, richtig Bock jetzt direkt. Wobei die unten rechts am gefährlichsten aussahen. Irgendwelche alten Armee-Generäle, Offiziere, das ist immer gar nicht cool. Ach, schön. Es ist wirklich sehr gelungen umgesetzt, meiner Meinung nach, wie sie dieses Paradiesische mit dieser geisteskranken Diktatur kombiniert haben. Weil eigentlich willst du jeden Moment hier irgendwie Urlaub machen und dann fällt dir ein, oh, ja, vielleicht doch lieber nicht. Angst. Das ist ziemlich cool umgesetzt. Ich muss kurz auf die Karte gucken. Da vorne ist doch die Markierung, oder nicht? Ja, aber es ist nicht ganz richtig, weil hier der Strand schon ist. Ach so. Außer wird's querfeld einlaufen. Nö, also du machst das schon mit dem Fahren bestimmt. Wir haben ja so ein schönes Boot. Sind das Gegner in dem Boot? Oh, sind's ja. Tatsächlich, aber die ignorieren uns. Cool. Ja, das sind nur zwei Dudes in einem Boot mit einem bemannten MG und einem Krokodil und einem Robohund. Das ist völlig normal. Da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Ja. Wie bei einem deutschen Amt so, ey, es passieren Dinge. Ach, sie wissen davon. Nun, sie wurden hiermit informiert. Das war ein Hai, glaube ich. Nein. Einfach ein Hai überfahren, Junge. Let's go. Aber was sie jetzt tun müssen, sagen wir ihnen nicht. Ja, erstmal. Nach wem soll ich in Madrugada nochmal Ausschau halten? Die Info. Nach Carlos Montero, dem Anführer einer Gruppe von Bauern, die ihr Land von der Armee zurückholen wollen. Aber er wird sich nie mit dir treffen. Warum nicht? Er ist eher, was du Oldschool nennen würdest. Er mag keine Fremden und vertraut sind das Minen? Na toll. Ich hoffe nicht. Oh, doch sind es. Kann dir helfen. Er ist eine Eintrittskarte. Er ist in seinem Laden in der Nähe vom Flugplatz Martinez. Oh, es wird einem auch nichts geschenkt. Nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Junge, wie es hier riecht, will ich aber auch nicht wissen. Um Gottes Willen, ja. Okay, ich höre sehr weirde Musik. Und ich probier's. Hat ein bisschen was von Bioshock mit der Mucke. Oh, hier ist noch ein Boot. Toll. Ist aber auch düster hier, hör mal. Geht's da wirklich lang? Ich weiß es nicht. Ach so, ich dachte, du bist hier mit der Karte vertraut. Oh. Ich guck nochmal drauf. Schön. Sehr angenehm hier im Dschungel. Lululu. Hier sind bestimmt keine riesen Höhlenspinnen oder so. Wir haben gerade Story Mode. Gab ja nur zwei zur Auswahl, ne? Story Mode und alles hassender Zerhacker. Ich glaube, wir müssen den Rest laufen. Ja, wir steigen aus und wir wir kentern. Oh nee! Schnell runter. Flachkörper machen. Korsika. Kann das Boot kaputt gehen? Ziemlich sicher. Was war das? Leute labern mich voll. Oh, hier meine neue goldene Gun, Junge. Die schmeckt. Hier sind auf jeden Fall, guck mal, die blauen Markierungen. Mhm. Das ist ein gutes Zeichen. Aber wer hat hier eben gelabert? Naja, unsere Amigos werden die schon zerfetzen. Was ist das? Was ist das? Kleine was? Kleine Kaninchen. Das waren Kaninchen? Ja. Das sahen aus wie kleine Elefanten oder so. Das waren Kaninchen. Ja. Das war ein Kaninchen. Junge, ja, in Bio wieder gepennt, ne? Scheiße, Junge. Bisschen. Der hackfleischhackende Zerhacker und sein bester Freund, der Quatschtütenwürger. Oh ja. Das waren auch geisteskranke Folgen. Aber solange die Gürkchen nicht unter der Zunge landen, ist alles in Ordnung. Du bist immer so schnell unterwegs. Oh, da bin ich hier erstmal am Tauchen. Ja, ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Ja, da hinten ist doch die Markierung. Also so falsch können wir ja nicht sein. Eben waren wir noch 250.000 Kilometer entfernt. Glaube, da sind wir zumindest auf dem richtigen Weg. Ich mach's heute nicht mehr lang. Werd mir das dann morgen oder so anschauen. Ja, du rennst ja nicht weg, ne? War aber wieder schön unterhaltsam. Wünsche euch noch viel Spaß und später eine gute Nacht. Danke für den Stream. Sergeant Salty, mach es gut. Danke fürs Reinschauen. Und Shai findet schon mal unseren Kontaktmann. Ich höre irgendein Grunzen. Die Rache des Schweins? Wo ist es? Oh, Hundi ist schon unterwegs? Nee. Junge, wie unheimlich dieser Hund mit seinen roten Augen aus dem Busch guckt. Das ist einfach Todesschwinger als Hund. Angst. Findest du keinen Eingang? Ne. Lel. Hier ist doch offen, hier oder ist nicht? Einer. Hier ist komplett kaputt. Hm, wie kommen wir hier durch? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das passiert wohl, wenn man Kaninchen mit diesem komischen Drogenzeug auf Yara füttert. Oh ja, dann kriegen die so einen langen Rüssel. Darum haben auch viele Männer das irgendwie konsumiert. Wirklich schön bunt hier. Ja, ist aber wirklich schön bunt, hör mal. Verhältnismäßig.
Oh, ein Moped. Geil. Der lötet. Philly, ich bin Danny. Hier ist kein Philly. Okay, Philly. Wow, was hast du auf dem Rücken? Weißt du, wo ich ihn finde? Cerveza. Also wer hat hier... Alles dient mehr als nur einem Zweck. Kannst du eine Sekunde herkommen? Kannst du mal kommen? Hältst du das mal bitte runter für mich? Das ist er. Das ist ein Totmann-Knopf. Eine Bewegung. Wow. Well played. Also, warum bist du hier? Ich gehöre zu Clara von Libertad. Hat sie nicht gesagt, dass ich komme? Clara! Libertad! Der Hund. Du wirfst hier mit großen Namen. I need it. Alter, Corizo. Aber ich sehe Clara nicht. I need him. Ich sehe nur dich. Also, wieso bist du hier? Hast du Familie zu retten? Kinder? Nein. Was willst du dann überhaupt hier? Ich will meinen Finger vom Schalter nehmen. Und ich will wissen, wer mir dabei hilft, Castillo umzulegen. Okay. Du bist sicher. Du bist also Claras Held, hä? Ich bin kein Held. Junge! Chorizo, es hat geklappt! Geklappt! Felix Magie, Baby! Du willst, dass wir Libertad helfen? Sprich mit Carlos Montero, unser Urgestein. Seine Familie wird unser Land retten. Ach, super, ich bring mich zu ihm. Nein. Schritt 1, Philly muss dich lieben. Schritt 2, die kleine Montero muss dich lieben. Die kleine Montero? Sie, die... Chorizo, komm schnell mit, Junge. La Espada, seine Tochter. Zuletzt habe ich gehört, dass sie die Paria-Plantage im Osten angreifen wollte. Mag sie dich? Bist du dabei? Viel Glück, sie zu finden. La Espada? Oh Mann, die hat Feuer. Oh. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, lässt du mich mit deinem irren Rucksack spielen, okay? Nein. Na gut, dann lass dich von dem Gift nicht unterkriegen. Okay. Ach, echt ein komischer Kart. True. Ich will diesen Hund haben. Ja, der ist super. Ich habe ihn gerade nicht dazu gehört, weil ich diesen Hund haben will. Fand's auch geil, wie Grappo einfach so ganz lässig durchs Bild getorkelt kam. So lululu, Leute. Ja. Aber seine Stimme kannte ich auch. Das ist die Stimme von Victor aus Batman. Deswegen. Hätte ich jetzt nicht erkannt, Batman, muss ich sagen. Batman oder Batman Gotham? Ach so. Das ist eine gute Frage. Aus den Batman Games, okay. Ja, gut. Weil ich war jetzt auch bei Gotham, da hätte ich gesagt, nee, hätte ich jetzt nicht erkannt, du hättest fast unser Kroko überfahren mit dem nicen Quad. Aber ja, wieder bekannte Stimmen dabei auf jeden Fall. Spielst du das Spiel durch, ist zumindest geplant, warte. Ja. Was denn? Warte. Ich warte. Jetzt fährst du. Yo. Yo, oh. Kannst du das Radio ausmachen mit... Ja, ich habe ja sowieso Musik erstmal aus für die Sicherheit. Ja, ich aber nicht. Ach so, du nicht. Okay. Ja, du kannst ja mitsingen einfach. Und eins und zwei und... Sehr gut. Schöne Singstimme. Begeisterung. Mich echt berührt, der Song. Jetzt muss ich weinen. Ja. Aber ich muss auch aufpassen, dass ich richtig fahre. Wir müssen ganz schön weit fahren hier von A nach B. Junge. Bester. Donny, du weißt schon, von der Guerilla, du wolltest mich hochjagen. Wie sieht die Plantage aus? Oh, du weißt schon. Zigarren, weiße Anzüge, elegante Abendessen. Nur mit Waffen. Na komm schon, du Großstadtheld. Du bist jetzt im Westen. Das ist eine Plantage. Halt ein altes Gebäude mit viel Tabak drumherum. Espada sucht nach einem Teniente. Also ist sie vermutlich da drin. Hinter wem ist sie her? Keine Ahnung. Die Monteros halten sich bedeckt, Held. Versuch das vielleicht auch mal. Geil, bedeckt halten, in dem Moment, du entkommst mir nicht, sofort aufgefallen. Super, aber zumindest haben wir mal eine brauchbare Straße. Das ist schon ganz schön. Und ich bin immer so ein bisschen verliebt. Oh. Hast du dich schon mit Carlos Montero in Kontakt gesetzt? Noch nicht. Offensichtlich muss ich erst seine Tochter finden. Ah ja, Camila. Tue, was nötig ist. Wir brauchen die Unterstützung der Bauern, wenn wir den Westen übernehmen wollen. Ich gehe jetzt dorthin. Ich rufe dich an, wenn ich Carlos getroffen habe. Das wird super, Danny. Carlos wird dich lieben.
Toll. Ich bin immer so ein bisschen verliebt in diese nassen Straßen und Lichteffekte, wenn es geregnet hat. Das ist in Night City auch immer richtig, richtig fett. Ist das ein Taxi? Ja. Junge, der fährt aber so, als wäre er hier zum ersten Mal heute unterwegs auf der Straße. Damn. Beruhige dich, Bruder. Beruhige dich. Und der Typ, der uns gerade fast in die Luft gesprengt hatte, meinte, the fuck? Die Tante, die wir jetzt retten, hat Feuer. Das will also was heißen. Mal schauen. Das ist doch hier schon die Plantage. Oh damn, die sehen uns schon. Dann parke ich hier mal unauffällig ein. So. Ja. Sehr schön. Licht aus. Und dann gucken wir uns das mal an. Was haben wir denn jetzt an Waffen? Jo, die leuchtet auch, die Waffe. Wie abgespaced ist das denn hier? Scheiße. Die meinen es ernst. Lecker. Ja, finde Espada. Ich meine, wir können jetzt rein sneaken. Bist du schon in Fight? Okay, wir sneaken nicht rein, Leute. Aber die ist fast hin. Oh, guter Hit. Ja, deswegen, ja. Der war dafür nicht so gut. Aber irgendwie One-Hitten-Kopfschüsse bei mir nicht. Ja gut, bei mir One-Hitten die nicht, weil ich keine lande. Was macht ihr hier? Ihr seid doch gar keine Gegner. Ja, da sind zwei Leute mit einer Sniper, Junge. Erstmal durchfahren. Lululu. Oh, wir müssen noch zum Wochenmarkt für Tante Hedwig die Kartoffelis holen. La la la. Also ich finde das Spiel richtig gut. Hab's schon durch, aber noch nicht ganz auf 100%. Ja, Far Cry muss man mögen, ne? Ist halt Chaos und ich mag das auf jeden Fall auch sehr gern. Und suchte da auf jeden Fall ebenfalls recht gerne rein. Junge, das ist aber hier so ein richtiges Herrenhaus. Ey, das ist schon fancy. Das ist auch nochmal anders reich. Snipest du gerade echt richtig erfolgreich? Ja, aber er kriegt keinen Schaden, weil er die ganze Zeit rumbackt. Der hat den Helm auf, die miese Sau. Mit dieser Espada ist nicht zu spaßen. Oh. Junge, der hat hier einfach drei Messer stecken. Aber da, wo die Sonne nicht scheint. Mein Robohund jagt seinen Schwanz. Wuff. Sehr gut. Ey, Mann. Chefe, ich habe da noch eine Last-Minute-Idee für den Begleiter. Ja, was denn? Ja, schauen Sie mal. Sie sind genial. Genial. Und habt ihr das gesehen? Das sah gerade so aus, als würde ich meine Munition, von der ich deutlich zu wenig habe, mit so einem Magnetmagazin nachladen. Das war ja super cool. Noch eine Leiche. Ja, anscheinend kommen die ganz gut ohne uns zurecht hier. Das Schwert? Finger. Sie ist verdammt gut. Ist ein bisschen weird. Holy, also die haben wir platt gemacht, aber... Sie hatte schon Bock hier auf jeden Fall. Sehr krass. Ich fand es gerade beachtlich, wie lange du unfallfrei fahren kannst. Sie musste mich auch sehr konzentrieren. Das war eine gerade Straße. Hallo, bitte hier meine Leistung nicht irgendwie geringschätzen, ja? Ja, aber meine wertschätzt du auch nicht. Ja, wir sind bei dir eine halbe Stunde auf dem Dach des Autos gefahren. Ja, weil es bei dir rumgebackt hat. Stimmt, da habe ich schon wieder vergessen, ja. Mein Fehler. Schöner Laptop. Junge, hier sieht's wieder aus. Ich habe bisher nicht das Gefühl, dass das Lesen der Notizen wirklich Sinn macht. Aber das ist ja häufig so, ne? Dass sich dann so ein roter Faden erst ergibt. Darum machen wir das erstmal noch ein bisschen. Bedarfsmeldung. Okay, irgendwer schreit. Die Tabakplantage Castillo Señoral benötigt eine höhere Anzahl an Parias pro Woche. Aufgrund kürzlicher aufführerischer Aktivitäten, des allgemeinen Verschleißes von Arbeitskräften und eines unglücklichen Vorfalls mit ungehorsamen Soldaten, benötigt die Plantage 10 weitere Parias pro Woche, zusätzlich zu den bisherigen 20. Wir sind überaus dankbar, dass Sie diese Anfrage in Erwägung ziehen. Morales, ah Junge, erste Runde Hotz und dann hier schön die Forderungen stellen. Hast du schon was gefunden? Nee. Nee, irgendwas piept hier rum. Das ist ja so ein Alarmkasten hier. Machen wir aus. Oh, das dauert wieder. Haben sie aber auch keinen Bock, eine schicke Animation einzufügen. Einfach lululu. Versuch bei Verstärkung zu rufen. Aus. Ja, ich schätze mal, wir müssen hoch, oder? Also ich würde mich weiter oben verbarrikadieren, wenn ich die Wahl hätte. Das hat ja Keira Knightley auch gemacht in Fluch der Karibik, als die Piraten angegriffen haben. Und davon sollten wir alle lernen, okay? Diese Waffen und Cyberteile, wie zum Beispiel der Hund, sind Vorbestellerboni. Ah, okay. Ja, langsam kommen wir so allen Sachen auf die Schliche, ne? Herrliche Sache. Bücher, Sofas. Das ist original das Habbo Hotel Club Sofa. Das hatten wir damals auch. Hab ich umgespielt. Ja, das ist auch besser so. Ich will nicht wissen, was ich da an Geld verbraten habe. Aber dafür habe ich andere schreckliche Sachen gespielt, die Geld verbraten haben. Oh, damn. Zum Beispiel?
Fiesta Online. Ah, geh nach Hause. Fiesta Online und Runes of Magic. Das habe ich sehr lange gespielt. Das sind aber auch so richtige Schandflecke, oder? Und wenn man mal ehrlich ist. Ich wurde fast gekillt von meinen Eltern. Ja, kann man jetzt verstehen, auf jeden Fall. Lesen. Er ist ein toter Dude. Disziplinarmaßnahme. Bitte beachten Sie, dass die folgenden FND-Soldaten einen Monat lang gekürzte Bezüge erhalten und 3 Monate lang, wann immer möglich, die Nachtschichten und Kantinendienste übernehmen. Edwin Almonte, Samantha Lopez und Erica Cruz. Dies möge als Warnung für alle Soldaten gelten, die in Betracht ziehen, an einer Partie Superschach teilzunehmen. Die Parias sind Eigentum der FND und sind dementsprechend zu behandeln. Superschach, weil dem Diktator normales Schach nicht mehr genügt. Jo, dem ist es auch nicht. Scheiße, was geht denn da oben ab? Ganz so gut ergangen. Hier oben? Also, hier. Ach, da drüben. Ah ja. Gesundheit. Ich bin unterwegs. Ah ja. Nein! Bitte! Oh, damn. Jo. Wer verdammt bist du? Danny, von Libertad. Bist du die kleine Montero? Die kleine Montero. Ich muss mit deinem Vater sprechen. Clara will ein Abkommen schließen. Claras Name bedeutet hier gar nichts. Du arbeitest für Clara Garcia? Du bist Carlos Monteros Tochter? Bitte töte mich nicht. Junge! Sag mir, wo dein Teniente ist. Versprech mich nicht zu töten. Ah, Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! Das ist Josés Privatinsel. Hast du alles? Nein, aber es ist genug. Und er? Und er sagt seinem Boss, José Castillo, dass ich all seine Tenientes töten werde, einen nach dem anderen. Nur zum Spaß. Danach befreie ich alle Parias, die diesen beschissenen Tabak herstellen. Das tue ich für mein Volk. Und schließlich sagt der José, dass ich ihm die Kehle aufschlitze, genau hier. Und das tue ich für mich. Ich glaube, ich muss das aufschreiben. Sag dem kleinen Schweineficker einfach, Espada war hier. Und sag deinen Freunden, sie sind im falschen Team. Gehen wir zu Papa. Ja, sie brauchte nicht wirklich unsere Hilfe. Krass. Wir nehmen die Pferde da draußen. Okay. Ich habe aber ein Quad. Das ist auch so eine Art Pferd. Das ist das bessere Pferd. Ja. Klingt, als hätten sie deine aufgeschlitzten Leichen gefunden. Militär wird uns am Arsch hängen. Super. Noch mehr gute Nachrichten. Eindringlinge! Soldaten am Boden! Eindringlinge! Minga, wir haben Ärger. Ja, haben wir nicht irgendwie bemanntes MG? Doch, hier ist so eins. Ja, moin, Leute. Schön, das Benzin fast was zum Fick. Rucksack. Ach ja, Rucksack, Leute. Zack. Oh, da kommt ein Auto. Aber das Auto... Das hat jetzt keine Lust mehr zu fahren. Lululu. Ich hab ein MG. Und das macht Schaden. Mehr als du. Sehr schön. Die Stimme von Philly ist die Stimme von Ragnar. Ab Staffel 2. Oh, okay. Ja, das ist immer das Trickige bei so guten Synchronsprechern. Die können halt wirklich so viele Stimmfarben, ja. Das hat manchmal echt schwer zu erkennen. Ist auch mein Wuffel macht da drüben gerade einen guten Job. Junge! Okay. Holy shit. Alles klar. Danny, das ist ja dein Main-Char. Der wird im Deutschen gesprochen von Marios Gavriles. Der hat unter anderem Rainer Braun in Attack on Titan gesprochen. Und er ist auch die deutsche Stimme von Katakuri. Oh, und Bruce Wayne im neuesten Batman in Gotham Knights wird er auch sprechen. Interessant. Dankeschön für die Infos. Oh, das war nicht so gut, aber egal. Egal, das ist das Schöne beim Koop. Wenn der eine nicht trifft, dann trifft der andere. Zumindest manchmal. Oh. Meistens. Junge, ich muss ja gar keinen Schaden machen. Der K9000, der fetzt einfach alles weg. Sehr schön. Gott, wie lange warst du in dem Haus? Ist ja schon wieder Tag. Ja, hat ein bisschen länger gedauert mit der Folter, ne? Heftig. Wir müssen die Soldaten vor der Plantage ausschalten. Das heißt, hinterm Haus müssen wir gar nicht so rumkriechen. Und hier sind jetzt auch wirklich neue aufgetaucht, oder was? Oh! Ja, moin! Oh. Ja.
Das war gut. Und ich schieße echte Discs. Mein Rucksack habe ich noch, ja. Wait. Kommt. Und mein CD-Werfer spielt Macarena beim Schießen. Nice. Oh. Macarena. Die sind weg. Die beknackt. Ey, Mann. So viel zu leise. Gehen wir. In Macarena. Sehr schön. Und in Legion war ja Prinz Farondis. Damn. Interessantes Gaming-Portfolio, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Der leuchtet. Fahrzeuge, offensive Waffen. Okay. Okay. Alles, was leuchtet, soll gelootet werden. Ich komme, ich bin schon unterwegs. Hallo. Nicht mich vergessen, bitte. Okay. Na. Hallo. Ich habe auch ein Pferd. Hey, vamos. Nice. Vamos a la playa. Oh, oh. Was? Langsam. Hey. Yo, wait. Sie... Was? Sie ist einfach stehen geblieben. Was macht das Pferd? Jo, es ist einfach der Zerstörer. Von wo werden wir beschossen? Ich habe keine Ahnung. Von vorn? Ach, da vorn. Junge, das war sehr seltsam. Was macht sie denn jetzt schon wieder? Reiten wir. Sie ist halt einfach Retalk einfach Junge. Stehen geblieben. Richtig cool, so reiten wir. Boom, Junge, ganzen Zaun weggefegt. Okay. Okay, ich bin da voll dabei. Mit mir kann man sowas machen. Butz, Junge. Oh, die macht nicht wirklich Schaden. Aber was soll's. Einfach lang genug draufhalten. So, Lutzke, hi. Jetzt ist hier da auch freie Bahn. Nur wo ist ja, unsere Tante da hinten? So. Hallo. Na, man kann auch über den Zaun springen. Hast du gesehen? Nein? Na gut. Dann wohl nicht. Ja, dann halte nicht ständig an. Was ist denn mit ihr? Die ist ein bisschen zu crazy. Können wir den nicht niederreiten? Ja, können wir. War eine Frau anscheinend. Nice. Huch. Oder da einfach mal draufschießen? Auf die Fässer? Na ja, gut, die haben halt so eine Giftgasausrüstung, ne? Das wird den vermutlich... Unter die Brücke. Ja, da findet uns der Panzer nie. Gleich wieder raus aus der Brücke. Oh, Junge. Ach, sieht alles so schön aus hier. Brr, brr. Ja, sonst renne ich sie gleich wieder, weil sie random steht. Ja, sie bleibt wirklich random stehen. Geschafft. Du reitest ey, Mann. Gut. Schlecht bist du auch nicht. Wo hast du gelernt, so zu schießen? Militärakademie, 16 bis 21. Das können wir gebrauchen. Ich mix auch richtig gute Mojitos. Das glaube ich erst nach einer Kostprobe. Seit Wochen hatte ich nichts außer Felis Klärgrubenscheiß. Mm. Ich tu mal so, als wäre das nicht ernst gemeint. Castillo scheint das Leben hier draußen ziemlich erschwert zu haben. Sein Neffe José ist für uns das wahre Problem. Wir nennen den kleinen Bastard Napoleon el Pequeño. Kleiner Napoleon? Süß. Der Name ist süßer als der Mann. Die Monteros sind schon seit 200 Jahren auf diesem Land. Jetzt hat der Sklavenlager für diesen Viviro-Dreck draus gemacht. José drückt unseren Leuten eine Pistole an den Kopf und lässt sie pausenlos arbeiten. Der Comemierda hat sogar meinen Papa geholt. Er war zu lang auf den Feldern. Das Gift hat ihn krank gemacht. Auch wenn er es nie zugeben würde. Jetzt führt Papa seine eigene kleine Revolution an. Ihr werdet Libertad brauchen, wenn ihr Castillo aufhalten wollt. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Aber Papa hat seinen Stolz. Er vertraut nur seinen eigenen Leuten. Entweder bist du ein Montero oder ein Niemand. Du willst also sagen, dass ich am Arsch bin? Ich weiß nicht, bei dir könnte es anders sein. Du bist nicht wie die anderen, die Clara geschickt hat. Vielleicht wird er dich mögen. Vielleicht. Wie weit ist es noch bis zu deinem Lager? Dauert nicht mehr lang. Hast du es eilig? Nein, nein. Ist schon gut. Ist ein gutes Training. Oh, Reittraining. Leno, Olx, sei. Ja, schöner Ritt gewesen. Und ein vielleicht reicht uns. Das ist ein Anfang. Oh, schöne Hütte. Ey. Los. Fancy. Was ist hier los? Du bist jetzt im Westen, Guerriero. Das Schwert und der Held. Schön, dass ihr beide lebt. Du hast sie also gefunden. Er hat es nicht leicht, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ihr kommt genau richtig. El Jefe sorgt für Abendessen. Futter. Junge, Carlos. Crocodile Hunter.
Eso, eso! Eso! Dale, papá. Ese jefe! Claro que sí, cojones! Dale, dale, dale! Oh. Vamos, 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 vamos! Oh. Eso! Oh. Junge! Okay. Ja. Wo warst du? Auf Erkundung? Blödsinn, wer ist das? Mein Name ist... Dich hat keiner gefragt. Entspann dich, Papa. Das ist Dani von Libertad. Libertad geht mir am Arsch vorbei. Wo ist deine Augenbinde? Papa, sieh dich um. Das sind Bauern, keine Kämpfer. Oder soll Chorizo allein gegen El Pequeño kämpfen? Hey, 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 lass Chorizo da raus, ja? Unsere Leute müssen lernen, Guerilleros zu sein, Camila. Von uns. Deshalb bin ich hier. Du siehst mir nicht nach Guerilla aus. Ich sehe nur einen Turi. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camila. Er mag dich. Willkommen in der Finca Montero, Held. Komm, Chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, Kumpel. Los! Mmh, das schmeckt. Frisches Krokiblut. Junge, Tobi ist ja auch hier. Hallo, Tobi. Das ist ja nice, aber er ist sauberer als sonst. Das ist ein bisschen komisch. Was ist da? Oh, der Hundi. Der Hundi. Er ist auch ein Questziel. Ah ja, das ist eine Quest. Streichel ihn. Oh, Guerillalager Einrichtungen. Sprich mit dem Vorarbeiter von der Bauleitung, um Einrichtungen im Guerillalager. Guerilla. Zu bauen. Im Grilllager. Baue und verbessere Lagereinrichtungen, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Unterschiedliche Spezialisierungen freizuschalten. Okay. Man darf gespannt sein. Wer ist ein guter Junge? Nice. Ich kann ihn einfach nicht streicheln. Sieh sich einer diese perfekte kleine Wurst an. Ich muss ein köstliches Leckerli finden, eine Mahlzeit für diesen Hundeprinzen an seinem besonderen Tag. Da sehe ich uns. Ehrlich gesagt, ja, bitte. Ich spreche kein Hundisch, amigo. Er hat seine eigene Hütte dort mit seinem eigenen Logo drauf. Ja. Geil. Er hat auch einen Napf mit Beinen. Das ist ein bisschen diskriminierend, ja. Der Napf hat einfach mehr Beine als er. Das ist schon echt fies irgendwie. Aber gut. Lies die Notiz neben der Hundehütte. Diese dort nehme ich mal an. Erstmal klarkommen jetzt hier nicht mehr First Person im Lager. Eine eigene Rollstuhlrampe, stimmt, ja, die Details. Schmutzige Rezeptkarte. Chorizo darf nicht hungrig werden. Ich muss mir das Rezept noch woanders aufschreiben. Der kleine Scheißer wird echt unangenehm, wenn sein Magen leer ist. Fühle. Jambalaya al estilo de Chorizo. Zutaten: Krokodilfleisch, sein Lieblingsfleisch, schwarze Bohnen, Rosenwasser fürs Gefühl. Zubereitung: Finde das größte, hinterhältigste und hässlichste Krokodil der Costa del Mar. Filets Profi-Tipp Nummer 1. Im Park Serpentino wurden ein paar Soldados aufgefressen. Probier's dort. Profi-Tipp Nummer 2. Bevor du verzweifelst, versuch's in Carlos' Lieblingskrokodiljagdgebiet am westlichen Ende des Cortinas. Tipp Nummer 3. Sei nicht geizig mit dem Rosenwasser. Es ist schließlich sein großer Tag. Ich will eine Disco. Ich will einen Pool mit Bar. Bring mir Material, dann lass ich die Philly-Magie regnen, Baby. Nein, es geht nicht ums Lager, sondern den Turi, den Clara geschickt hat. Oho, ich kann euch hören. Du meinst den Held. Sisi. Ehrlich? Ich bin zufrieden mit dem Held. Chorizo auch. Carlos ist es sicher nicht. Coño, wo du recht hast, hast du recht. Ich dachte, er wollte ihn in seine Krokodilsuppe werfen. Kommt vielleicht noch. Das stimmt, Assere. Düster, aber wahr. Die Arbeit wird nicht weniger. Düster. Den ganzen Scheiß in einen Topf schmeißen, Salz und Pfeffer dazu und mit ganz viel Liebe köcheln lassen. Naja, du hast bestimmt immer Hunger. Lass uns das sofort machen. Vielleicht magst du mich, wenn ich dir was Leckeres mitbringe. Ja, können wir. Also ich würde mir gern vorher diesen Aufwertungskram dann noch ansehen. Aber dann können wir gerne Krokis jagen. Ah, ein neuer Guerriero. Die Stimme von Philly ist auch James aus Mass Effect. Ja? Oh, damn, okay. Hier haben wir das Lager. Neue Einrichtung bauen. Was haben wir denn? Verstecknetzwerk. Ein geheimes Netzwerk von Verstecken, das sich durch ganz Yara zieht.
Dieses Bauvorhauen, warte, was? Dieses Bauvorhauen? Vorhaben vermutlich, oder? Bietet Zugang zu einem Wingsuit und ermöglicht dir beim obersten Speer, Verstecke im ganzen Land als Schnellreiseziele zu kaufen. Nicht schlecht, das können wir uns auf jeden Fall schon leisten. Oder La Cantina, mit leerem Magen soll man nicht kämpfen. Besuche die Cantina und tausche Tier- und Frischfleisch gegen Mahlzeiten ein, die dir zeitweilige Stärkungen bringen. Wir könnten eine Fischerhütte machen. Da lernen wir etwas über Fische, die in Yaras Gewässern leben, um Angelgebiete zu entdecken. Ausrüstung und permanente Stärkungen, um ein Meisterangler zu werden. Die Jagdhütte, da kriegen wir Ausrüstung, Waffen und permanente Stärkungen für die Jagd auf jaranisches Wild. Oder eine Kaserne, verpflichte mehr Rekruten für Bandidos-Einsätze und kaufe Ausrüstung bei der Bandido-Anwerberin. Oder ein Stützpunkt, Kundschafte mit Aufklärungslaptops, die an Aussichtspunkten stehen, FND-Basen aus. Also ich finde ja die Kaserne am interessantesten. Ja. Da fehlen uns nur noch ein paar Sachen, um die auch freizuschalten. Also Netzwerk, so Windsuit und so, oder Wingsuit in dem Fall, klingt schon ganz cool. Aber ich würde gern erstmal das Metall für die Kaserne sparen. Ich glaube, das könnte am sinnigsten sein bei der Art und Weise, wie wir spielen. Chorizo oder Chorizo ist so eine spanische Salami. Auch schön. Und dann heißt der einfach so. Dackel heißen in den USA ja auch Wiener Dog, also Würstchenhund, quasi nur übersetzt das Ganze. Deswegen heißen Hotdogs auch so, weil sie quasi wie ein Dackel im Schlafrock aussehen. Da dachte ich auch anfangs, man will mich verarschen, als immer Wiener Dog kam und ich dachte so, hä, what? Das ist irgendwie ein Gag, aber nein, es sind einfach die Wiener Dogs. Sehr, sehr wild. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen auf Krokijagd oder nehmen wir erstmal mehrere Quests an? Ich würde sagen, nein. Wir machen erstmal das mit dem Kroki, damit wir gar nicht groß abgelenkt werden. Und du hast bestimmt einen Plan, wo wir da hin müssen, oder? Nein. Es gibt viele große Krokodile in Costa del Mar. Sehen wir das, maybe? Gut, das ist alles hier. Schön. Da unten ist eine Markierung. Krokodiljagdgebiet, da im Süden. Können wir das irgendwie markieren? Wegpunkt setzen. Ja, dann hätte ich jetzt einfach da mal einen Wegpunkt gesetzt. Sehen wir den auf der Karte? Ja. Ja, na dann würde ich sagen, auf und davon. Das sind ja gerade mal so 700 Meter aufgerundet. Die können wir rüberhüpfen, oder? Können wir nicht? Nein. Was? Okay, aber Guapo kann... Toll, ja, schlechtes Game. Kann nicht über den Zaun springen, Leute. Direkt zurückgegeben, ey. Belastend. Sei brav, Pferdchen. Ja, braves Pferdchen. Warum glaube ich gerade, der Sumpf wird einfach mit ihrem Rucksack platt gemacht? Na, das ist natürlich Unsinn. Wir werden mit Pfeil und Bogen jagen. Aber die Quest gerade fertig, wo ihr die angefangen habt. Das ist Timing. Mal sehen, wir müssen erstmal hinkommen. Das wird ein abenteuerlicher Ritt. Vielleicht rennen wir auch währenddessen schon in 30 andere Quests und Basen rein. Aber ja, der Hundi, der muss natürlich seinen Geburtstag richtig feiern können. Das ist erstmal die Hauptsache. Hier ist auch schon ein Fluss. Da habe ich mich in New World mega erschrocken. Da habe ich zum 30. Mal in Folge irgendein Piratenlager ausgeräumt. Musste so einen ranzigen, ermächtigten Boss mit einem Anker als Waffe töten. Und irgendwelche Kisten nach Steinen der Weisen und so ein Kram durchsuchen. Und dann bin ich so ein Stück zur Seite gerannt und dann war da so ein fettes Schwarzwasserkrokodil oder so. Holy shit. Da dachte ich auch, damn, Junge, bin ich jetzt in Ark oder was? Ich habe mich nämlich arg erschrocken. Lachkick. Und dann kam aber noch einer und haben wir es platt gemacht. Das war sehr wild. Mal sehen, vielleicht springe ich jetzt mit meinem Pferdchen ja auch direkt rein. Ich hoffe nicht, aber wer weiß. Na komm, das kriegst du hin, Pferdchen. Hotte Hü, keine Straße zum Folgen. Du sollst springen. Folge deinem freien Geist. Jetzt. Na, ja, guck mal, geht doch. Man muss es nur wollen. Das haben schon Silbermond und so gesungen. Man kann alles schaffen, genau wie die Tollen. Man muss es nur wollen. So, ich steig mal ab. Moin. Ganz schön awkward, wow. Fühl ich. Wir suchen Krokodile. Wir suchen sie auch heim. Ums, habt ihr gesehen mit den Magneten? Cool. Ich weiß nicht, ob ich hier schwimmen will, wenn die Krokodile sind. Das sind gerade keine. Ja, hier sind keine. Nö. Hier sind nie welche. Lu, lu, lu. Lu, 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 lu. Denn das Kroko
macht das Arschloch auf und zu, Lulu. Und dann entstehen so kleine Bläschen an der Wasseroberfläche. Daran können wir die ausmachen. So können wir die entdecken. Deine Silbermond-Interpretation war eine reine Sinfonie. Und jetzt werde still. Kennen sich Herr Meier und Scheiß Hund eigentlich? Nee. Wenn ja, verstehen die sich? Nee. Wenn nicht, würden sie sich wohl verstehen. Nee, also mein dicker Kater hat, nachdem wir ihn abgeholt haben, von seiner Mutti und seinen Geschwistern nie andere Tiere kennengelernt. Und deswegen wollen wir das jetzt auch lieber nicht unnötig provozieren, ne? Weil ich glaube, das würde unschön enden. So wie ich ihn kenne, würde das unschön enden. Das kommt erschwerend hinzu. Ja. Er hat ein leichtes Katzentrauma. Das Ding ist, hier treiben viele so Stöcke im Wasser, siehst du das? Da gibt's doch diesen geilen Comic von Rute, wo so ein Krokodil neben so einem Stock treibt und dann der eine Fremdenführer erklärt, ja, Krokodile tarnen sich manchmal als Äste im Wasser und da muss man aufpassen, das sind zwei, was zum Fick. Und dann quatscht das Krokodil den Stock an, weil es denkt, es ist sein Kumpel. Schön blöd. Ah, so ein Mist mag ich ja. Ja, ich bin mir nicht sicher, was die beiden da gerade machen. Sie kommen auch nicht wirklich her. Ich hab... Okay, here we go. Krokis, es ist Silvester. Voll daneben. Oder doch nicht? Wait, ist der trotzdem tot? Eins ist tot. Eins ist tot, aber das andere nicht. Oh, es ist aggressiv jetzt. Du hast meinen Kumpel getötet, du Huan. Aber ich treff's auch nicht. Warte. Ich werde nachlegen. Rums. Krokifutter. Wow. Wow. Dieser miese Hund. Kann ich da nicht meinen miesen Hund draufschicken? Ging das nicht mit Q? Ah, nee, mit G. Warte, G wie Amigo. Yo, guck mal jetzt. Okay, er bellt ihn an. Na, ist jetzt nicht so gut gelaufen irgendwie. Tja. Vielleicht solltest du einfach hinschwimmen. Ich nicht. Ich schwimme da nicht hin. Ich erinnere mich an Teufelsfische in dem vorherigen Far Cry. Ich wüsste halt einfach nur gern... Doch, ich hab's. Okay, ich wollte gerade sagen, ich wüsste nur gern... Ob ich überhaupt Schaden mache, wenn die unter Wasser sind, aber offensichtlich ist es der Fall, ja. Sie sind dead, Leute. Wir haben sie, wir haben sie. Es sah irgendwie so aus, als hätte ich nie getroffen, aber anscheinend war jeder Schuss ein tödlicher Treffer. Man nannte ihn auch die Hornisse. Wir haben beschädigtes Fleisch bekommen, aber das reicht anscheinend. Ja, das ist beschädigt, weil wir Dynamitfischen waren. Ich wette, bei diesem Krokofleisch würde Chorizo ausrasten. Nice. Nice. Der Wuffel. Ich hab Chorizo Krokofleisch besorgt. Fee, riecht wie Espada unter den Achseln, oder? Er wird es lieben. Ist Chorizo nicht ein bisschen klein, um Geschmack an Krokofleisch gefunden zu haben? Das ist eine krasse Geschichte, Held. Carlos hatte Babykrokodile. Chorizo hat einen von ihnen unter seine Fittiche genommen wie ein stolzer Papa. Sie haben zusammen gespielt, gefressen, wie eine Familie. Und dann, eines Tages, sehe ich, dass ihm ein kleines Baby-Krokoschwänzchen aus dem Maul ragt. Oh. Gornio. Ja, wenn Chorizo Hunger hat, ist er ein echt räudiger Kollege. Yo, damn, hier ist gerade noch eins rumgewuselt. Oh. Und Chorizo ist einfach ein räudiger Kollege, da sehe ich mich aber auch. Ja. Damit er möglichst unräudig wird... Werden wir ihm jetzt einfach ein schönes Krokomüsli zubereiten? Ich freue mich sehr. Unsere Pferde sind weg. Die wurden vermutlich auch gesnackt. Der Badass-Wiener, ganz genau. Da ist ein Auto. Kann hier nicht so ein anderes Tierchen auch snipen? Oh! Ich habe noch mehr fürs Gulasch, Leute. Jetzt kann ich mal gucken, was genau das war. Ich glaube ja immer noch Elefant. Nee, es ist ein Hase. Okay, wir sind jetzt alle etwas schlauer geworden. Großartig. Na dann gehe ich mal wieder auf meinen geliebten Geschützplatz und freue mich. So. Danny, ich möchte, dass du jemanden kennenlernst. Sie heißt Yami. Sie ist der Juan Cortez der Autos. Mit zwei von euch komme ich nicht klar. Mhm. Juan hier, Juan da. Lass gut sein, war ein schlechter Witz. Schau einfach bei Yami vorbei. Okay. Beifahrer, jaranische Geschichte. Was ist dieses Denkmal? Ein riesiger Krebs. Da muss ich wieder denken an diese eine Game-Präsentation, wo sie so ein japanisches Game vorgestellt haben und meinten, yo, das beschäftigt sich viel mit der japanischen Geschichte und mit geschichtlichen Fakten. Und dann kam dieser Hardcut zu,
So, hier ist diese große, gigantische Gegnerkrabbe. Ja. So, hier ist das Giant Enemy Crab. Und wir stecken fest. Ja. Damn. Na gut, dann laufen wir den Rest. Hurra. Ja. Das muss ich mir auch pro Jahr mehrmals angucken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn nein, dringende Nachholempfehlung einfach irgendwie eingeben. Giant Enemy Crab. Ja, und dann ist da dieser Präsentator, der eben das Game vorstellt und über die geschichtlichen Fakten redet. Und der erste Showkampf ist dann eben gegen irgendeine Riesenkrabbe. Oh boy, das kegelt mich immer richtig in die Ecke. Vorhin ja schon erwähnt, brauche neue Kindersicherungen. Gerade auf dem Weg ins Bett sehe ich wieder, die Schranktür ist auf und denke mir, mein Kater ist drüben, wer ist im Schrank? Der Riesenkater von Schatz, der sich darüber totlacht. Ja, einmal schön die Plätze getauscht, ne? So schnell geht das. Die Tür mit dem Trockenständer geblockt, damit keiner der beiden drankommt. Gucke, kreativ muss man sein, ne? Bist du schon wieder vorne oder bist du hinter mir? Ja. Du bist vorne, okay. Hallo. Ich bin jetzt auch da, glaube ich. Rate mal, was ich hier habe. Guck mal, ich habe Krokifleisch. Was mache ich denn jetzt damit? Er riecht es. Napf tun. Aber. Okay. We did it! Ja, du bist bei mir gar nicht hier. Du bist irgendwie noch beim Auto bei mir angezeigt. Ja, ich hänge da gerade fest. Sehr gut. Ja, nice. Er hat jetzt sein Futter. Guck mal, so eine Yummy-Yummy-Füllung da im Napf. Großartig. Nice. Aber hat er jetzt noch irgendwas gesagt? Nein, wir können ihn streicheln. Abortier-Quest, okay. Endlich eine echte Heldenreise. Chorizo will mir etwas zeigen. Aber was? Und wo? Ich sollte ihm folgen, um es herauszufinden. Das klingt sehr, sehr gut. Oder dieser kleine Knochenanhänger. Ist das schön. Machen wir. Oh, wo willst du denn hin? Nice. Du willst das, Schiche? Okay. Ah. Ich folge dir. Er zeigt uns jetzt seinen Kroki-Friedhof oder so. Es wird irgendwas Abgefucktes sein. Das ist wie die Quest mit dem Hunter, was ausgebeutet hat in WoW. Ja, er zeigt uns unser Grab oder sowas. Okay. Oha. Eine Kiste. Und drin ist... Oh, Supremo-Kleber. Ja, nice. Ja, schöne Verstecke, Junge. Robustes Plastik. Diese Quietschgeräusche, wenn er rennt. Ey, Mann. Ist das schön. Ein Geschenk? Chorizo, womit habe ich das verdient? Ja, gucke, wer Snacks gibt, ne, der wird belohnt. Mehr Loot. Nice. Nicht schlecht, Chorizo. Ganz viel Fleisch. Nice. Eine Mülltonne haben die hier, Junge. Die ist so nach 10 Minuten voll. Ja, wuselt. Du hast hier überall was versteckt, ha? Gräbt er jetzt hier? Guerrero. Ach, hier ist noch was. Okay. Nice. Ein mysteriöser Schlüssel, vielleicht der zu seinem Herzen. Oha. Oh. Glaub, da im Fernsehen lief gerade ein Werbespot mit einem anderen Far Cry Enemy. Wie hieß er? Pagan? Ich hab nie einen Far Cry gespielt, tut mir leid, ich hab keine Ahnung. Das ist eine schlechte Vorbereitung, ey. Da ist noch was. Junge, wie kam er da denn ran? Du bist einfach zu gut für mich. Schießpulver, okay. Kommt da irgendwas Geisteskrankes noch? Irgendein Schädel oder so? Mal sehen. Was hast du noch für uns? Und hinter Tor Nummer 3 verbirgt sich... Oh, eine weitere Kiste. Gracias, Chorizo. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Oh, nice. Und er sabbert. Ach nee, das ist eine Pfütze, in der er steht. Ich wollte schon sagen, wait, wie viel sabbert dieser Hund gerade? Holy shit. Sehr schön. Wir sind jetzt Freunde. Ist er jetzt ein Amigo? Ja, ist er. Geil. Ich will ihn aufstellen. Ja, ich glaube, du kannst ihn jetzt wählen, oder? Oder muss ich ihn abwählen? Ich weiß es gar nicht. Ich schau mal gerade. Nee, du musst, das ist halt das Ding bei Far Cry Coop. Der Fortschritt wird nur bei dir gespeichert. Ah, nicht bei mir. Okay. Da ist er. Ich wollte ihn so gerne haben. Aufmerksamkeit zu lieben. Ja, das ist echt super strange bei Far Cry. Und das wurde auch bei den vorherigen Teilen immer angekreidet, dass halt nur beim Host der Game-Fortschritt gespeichert wird. Das ist halt total beknackt. Aufmerksamkeit zu liebend. Wird seinen unwiderstehlichen Charme einsetzen, um Gegner abzulenken, damit du dich für Überraschungsangriffe an ihnen vorbeischleichen kannst. Das Ding ist, das bringt uns leider gar nichts. Das ist null für unser Gameplay.
Aber wir werden ihn natürlich jetzt trotzdem erstmal da behalten. Weil ist ja nicht so, dass die anderen ultra entscheidend für unser Gameplay wären. Mhm. Nur werde ich, glaube ich, auf lange Sicht meinen Robo-Wuffler bevorzugen. Hier ist ein Schwein. Oh nein. Tobi. Er war einer der Besten. Die Frage ist jetzt nur, wo bist du? Ich laufe immer noch hinter dir her. Okay, weil ich sehe dich immer noch nicht. Dann würde ich jetzt einfach nur die Quests erstmal einsammeln hier. Schön an der Holzpuppe trainieren. Ich bin froh, dass genau, dann mach du das eben und ich gehe eben auf Toilette. Sehr gut. Okay, tschüss. Du darfst die Story dann einfach raten, die wir spielen. Genau. Ich brauche deine Hilfe, um diesen Teniente zu finden. Unser Soldatenfreund sagt, er wäre auf der Privatinsel von Napoleon el Pequeño. Also werden wir beiden mit dem Boot von einem Anleger in Siniestra nach Cayo Villarreal fahren. Wenn wir diesen Singao umlegen, bricht die ganze Operation von José zusammen. Aber das bleibt unter uns, ja? Papa hat schon genug um die Ohren. Jo, voll die geheime Mission. Wir sehen uns am Boot. Nehmen wir mit. Endlich wieder Boote, Leute. Über Bock. Da sieht man wieder, warum es heißt, dass manche Wesen zum Großteil aus Wasser bestehen. Ist so. Die Pfütze war vorher nämlich gar nicht da. Hm, wissen die wenigsten. Was haben wir hier denn noch? Moin. Was ist mit ihr? Ich bin Lola, alias die Göttin der Waren und des Tratschs. Ich verkaufe alles auf dem Schwarzmarkt, von Knarren bis zu Klopapier. Und zwar nicht dieses einlagige Dreckszeug. Meine Produkte sind Premium-weich, Baby, und ich verkaufe dir gerne alles Mögliche. Aber Yara hat ein Problem, das wir nicht ignorieren können. Es gibt etwas Übles auf dem Markt. Castillos Tenientes haben ein paar tödliche neue Waffen entwickelt. Und ich weiß, wo sie sind. Wir gehen rein, klauen die Scheiße und sind ruckzuck wieder raus. Rüste dich aus, such dir ein Ziel und ich bring dich mit meinem Taxi hin, Guerriero. Oh, okay. Wähle den Sondereinsatz, den du spielen möchtest, oder wähle schnelles Spiel und stürze dich direkt in eine von der Spielersuche bereitgestellte Erfahrung. Und der Schwarzmarkt. Mhm, eine MP5. Boom Boom Chibi. Rabbit Chibi, oh Mann. Mit diesen Rabbits habe ich übrigens nie irgendwas anfangen können. Keine Ahnung. Die waren doch dann auf einmal bei Sonic und Mario und so mit dabei, oder? Oder habe ich das auch geträumt? Keine Ahnung. Und ich habe nie gerafft, wo die herkommen. Nie irgendwas von denen gesehen oder gespielt. Oder. Sollen wir schon mal kurz neu verbinden, Benito, damit du mich wieder sehen kannst? Können wir machen. Wir brauchen Ressourcen, Infos, Verbündete. Nur du kannst all das beschaffen. Ich schicke dir alle, die ich befreie. Die werden sich freuen, es Anton heimzahlen zu können. Bald hast du deine eigene kleine Piratenarmee. Benitos Bandidos. Ich muss zugeben, das klingt ziemlich gut. Schick einfach alle zu mir und ich höre mich weiter nach Gelegenheiten um. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. Ich bin kein Fahrgast. Mann, ich wollte hier nur das Brett ansehen. Für Bandido-Einsätze musst du Anführer und Rekruten einsetzen. Anführer schließen sich dir an, nachdem du Einsätze und jaranische Geschichten abgeschlossen hast. Rekruten gewinnst du, indem du Geiseln befreist, Poster verunstaltest und Werbetafeln zerstörst. Ist das ein Missionstisch? Das wirkt so, tatsächlich. Ne? Trupp zuweisen. Wow, what? Wo ist das Addon dafür? Ey, Mann, ja, was für Far Cry Addons haben wir? Die gab es sogar in Ubisofts Monopoly, okay. Aus Rayman, yo, Rayman hatte ich früher auch wilde Playstation-Spiele von. Krass. So, den kann ich jetzt zuweisen. Und dann kann ich den entsenden. Ja, dann. Dauert eine ganze Minute. Interessant. Es ist einfach der Missionstisch, Leute. Ich kack mich ja voll. Hier gibt es Hahnenkämpfe. Hier gibt es Hahnenkämpfe, okay. Ja, links von dir. Ach da, oh, Junge, der Hundi, er eskaliert gerade ein bisschen. Hundi, aber er hat Hunger. Ich lade dich erstmal neu ein, glaube ich. Oder bist du noch nicht raus? Nee, bin ich noch dann nicht, weil ich nicht... entferne ich dich. Bam. So. Ah. Du bist jetzt frei, Vögelchen, flieg. Ah. Sehr gut. Dann, ich habe gehört, irgendeine Geheimmission hast du angenommen. Eine Geheimmission? Ich habe meinen Kopfhörer einfach aufbehalten. Ja. Ah, okay. Nice. Ja, wir haben nur Geheimmissionen. So, der Papa darf nichts erfahren und der Schwarzmarkt darf nichts erfahren. Oh. Ich darf nichts erfahren und so weiter. Großartig. Wie geht's dir eigentlich mit deinem Motion Sickness? Bisher geht's ganz gut, muss ich sagen. Ich hoffe, das bleibt so. Beim letzten Mal zuerst habe ich 2 Stunden gekickt. Mal sehen. Ich bin raus und höre mir die Dungeon-Videos an. Jo, viel Spaß. Danke fürs Reinschauen.
Bist du drin wieder? Ah, jetzt. Ah, moin. Hallo. Ja, sie haben hier dieses Hahnkamm-Feature tatsächlich drin. Komm mal her. Los geht's, Gary. Ich quatsch mal mit ihm. Okay, Mijito, so sieht's aus. Ich bin hier in der Gegend der Hahnkampf-Champion, klar? Gordito und ich wären fast ungeschlagen in Rente gegangen. Aber dieser Hijo de puta Ramon hat in unserem letzten Kampf mit seinem Steroidvogel beschissen. Dieser Sack. Als er dann gewonnen hat, musste ich ihm Gorditos Lieblingssporne geben. Und jetzt ist mein kleiner Kompai traumatisiert. Er isst kaum was. Seine Federn sind glanzlos. Ich darf ihm noch nicht mal die Nägel machen. Du musst ihm die Sporne zurückholen, okay? Bitte, Papi, bitte. Okay, dieser Schweinehund Ramon hat beim Hahnenkampf beschissen und Gorditos Sporne gestohlen. Finde Ramon und hol die Sporne zurück. Alles klar? Ja, wir Bobby, können Hahnkämpfe gegeneinander machen. Komm zu mir, wenn du die Sporne hast. Crazy. Also, wenn du dran gehst, Hahnkampf spielen. Ey, Mann. Da kommt ein Herausforderer. Das ist ein sehr weirdes Feature. Mhm. Weil the fuck? Sind Hahnkämpfe exakt nicht sowieso mega umstritten, weil die dabei komplett draufgehen? Ja. Okay. Das erklärt den Kommentar, den ich neulich auf Reddit gesehen habe zum Los Thema. Zeig uns, daran merkt man, dass die Quarantäne und der Lockdown nicht spurlos an den Ubisoft-Entwicklern vorbeigegangen sind. Was zum Teufel? Okay, wir gucken uns das mal an. Ein paar neue Aber es gehört halt mit zur Kultur, leider. Das ist halt das gleiche wie mit einem komischen Stierkämpfen. Ja, aber. Wir werden heute viel Spaß haben. Also finde ich schwierig, ja. Finde ich ja, auf jeden Fall. Bleibt schwierig, aber es gehört halt leider mit zu dieser Kultur. So, ich lade dich mal ein. Ja. Und, ey, Mann. Wow, ich nehme den, ja. Okay, es ist zumindest völlig abgespaced. Was zum Fick? El Rival, Toasty, Frosty, El Dragon. Wow, ich nehme El Rival. Okay. Das ist zumindest total bescheuert. Rot gegen Blau. Mortal Kombat. Ich mache sie jetzt alleine. Und Tekken auf Wish. Kann es jemand mit den bösartigen Krallen und dem messerscharfen Schnabel dieses gigantischen Hahns aufnehmen? Oh, damn. Müssen wir... Oh ja. Wie greife ich an? Ich weiß nicht. Hilfe. Wie mache ich was? Ich habe keine Ahnung. E? Was haben wir noch für Tasten? Leertaste ist zurück. Shift. Oh, guck mal, wie ich laufe. Sie nähren sich an. Sie nähren sich an. Hä, wie greife ich an? The fuck? Ich weiß es nicht. Oh, was mache ich hier? Oh. Was so... Ich weiß. Ich hab keine Ahnung. Was haben wir noch für Tasten? Hä? Keine Standardtaste. Mach grad irgendwas. Bewegen? Ja, ihr Boot. Ich weiß. Wir hatten kein Tutorial. Oh. Oh. Da geht was. Du machst das? Jetzt mach ich was. Sei fair. Ja, ich bin fair. Ja, boom. Tatsächlich mit K-I-O und so. Was? Ja. Oh, Junge. Oh. Bam. Rache. Zack, Junge. Jetzt geht's richtig los. Boom. Oh, damn. Oh, Combo-Play. Combo-Play. Ich hab gleich eine Ulti, glaube ich. Oh, shit. Oh. Oh. Butz. Junge, die bunten Federn. Holy shit. Alles fliegt. Bam. Oh. Ah. Okay. Nice. Trotzdem ein guter Kampf. Das ist halt typisch Craft. Er macht erstmal und verrät nicht wie. Hallo, ich hab dir sofort gesagt, wo ich sicher war, wo was ist. Typisch Craft, muss ich hier hören. Flipp ich aus, spüre meinen roten Zorn. Bam. Oh, Junge, da war wirklich Glut dabei. Oh, links, Steuerung. Verdammt, los, Cam. Junge. Butz. Ist das geknackt, Mann. Oh, ey. Sag mal, jetzt wird's aber ganz schön frech hier. Oh, damn. Fatality. Frecht. Frechtax. Frecht. Einfach frecht. Ich wollte eigentlich das Finde Dory-Zitat bringen, aber ich wusste nicht mehr, was es war. Freche Lachs? Ja. Freche Lachs klingt sinnig. Oh, damn. Der Finisher. Aber es war einfach derselbe Ulti-Move, ne? Ja. Verdammt. Aber ich pick dich einfach. Butz. Nein! Oh, ich wurde mies fertig gemacht.
Ich wurde mies rasiert. Sehr gut! Ja, der Winner! Oh, wie traurig du guckst. Ja, ich bin auch traurig. Aber mein Haar hat überlebt. Das ist der wahre Sieg. Ey, Mann. Okay, das ist sehr beknackt. Aber es ist zumindest total überdreht. Das ist gut so. Wäre übel krank, wenn nicht auf jeden Fall. Absolut. Sehr weird. Sehr, sehr weird. Will ich Thierry zu aufstreichen? Was möchtest du? Thierry zu aufstreichen, aber wenig. Ach so. Ja, kein Grund, komplett rumzuschreien, Alter. Holy shit. Wir hatten hier, glaube ich, noch eine Quest da oben, ja. Die gönnen wir uns. Richard David Frecht, ja. Wer bin ich und wenn ja, wie Huhn? Verlaufen, Thierry? Hör zu, Carlos. Ich weiß, du traust weder mir, noch Clara, noch Libertad. Oder den anderen Arschlöchern, die sie geschickt hat. Ich mache dir keinen Vorwurf. Uns kennt hier ja keiner. Da hast du recht. Was weißt du noch? Dass Napoleon el Pequeño euer Land gestohlen hat. Ich weiß, dass das Gift, das ihr auf eure Felder sprüht, eure Leute umbringt. Ich weiß, dass du krank bist. Und lieber stirbst, als um Hilfe zu bitten. Wirf bloß nichts weg, das dir nützen kann. Das Depot, in dem sie das Gift lagern. Brenn es alles nieder. Die Flugzeuge. Zum Besprühen des Tabaks. Nimm sie auseinander. Die Drucksprüher auf den Feldern. Töte sie alle. Alles klar, Chefe. Schick mir eine Postkarte. Okay, der Chefe. Er nimmt aus. Er ist noch nicht so wirklich von uns begeistert. Nee, wäre ich aber auch nicht, wenn ich unser Outfit sehe. Mein Cyberhandschuh und dann komme ich hier an und sage, yo Leute, ich bin's. Der Chef. Ich bin kein Thierry. Der Chef vom Dienst. Ja, ich bin kein Thierry. Ich habe einen tollen Rucksack auf, Leute. So nämlich. Joker, hi. Mal sehen, ob unsere Mission erfolgreich war. Schritt 1, Schritte zurückverfolgen, Volltarnung, alles ist 100% Erfolg. Pesos, Benzin oder Medizin? Dann nehmen wir doch die Volltarnung. So. Ah ja, und dann gibt es einen Bericht dazu. Rekruten ist fehlgeschlagen. Die Methode langsam und vorsichtig führte uns ans Ziel. Wir haben die Höhle erreicht und kein einziger FND-Soldat hat uns entdeckt. Der Dschungel eignet sich hervorragend als Volltarnung. Giftige Schlangen jedoch weniger. Einige Guerillos wurden gebissen. Damn. Naja gut, aber dafür haben wir die Medizin bekommen, ne? Ja, stimmt. Sehr schön. So, dann haben wir Nummer 2, Höhlenwandern. Auch 100% Erfolg. Das ist natürlich cool gemacht. Das würde ich mir in WoW auch wünschen. So einen gewissen Mehrwert, ne? Mit Risiko, Nicht-Risiko, Schwächen und Stärken der Teams mehr ausspielen. Nicht nur auf 2-3 Symbole achten. Das ist schon nice. Vorbeischleichen. Robustes Plastik, robuste Dichtungen oder Pesos. Lautlose Kills klingt auch ganz gut. Machen wir das. Sehr schön. Wieder fehlgeschlagen einer. Guerilla-Kampftrupp aktiviert. Nichts leichter als das. Und all unsere gleichzeitigen taktischen Takedowns sahen wahrscheinlich super cool aus. Der letzte übrig gebliebene FND-Soldat fing plötzlich an, blind und wild umherzuschießen, wodurch ein paar getroffen wurden. Und wir haben Bum Bum Benito Schritt 3 der Höhle trotzen. Medizin, Dichtungen oder Metall? Schwierig. Ich glaube, wir nehmen das Ausräuchern. Zündet einen kleinen Sprengsatz in einer leeren Kammer der Höhle, um die Jaguare zu verscheuchen und die Suche nach der Waffe zu erleichtern. Das klingt auch ganz cool. Aber bei der Zähmung nehmen wir vielleicht doch das. Die Katzen bezirzen, aber das geht doch safe schief. Wir können aber nur bis zu einen immer verlieren, insofern. Zähmung. Geht los. Und, nee, hat hingehauen. Die Katzenhypnose war wieder sehr effektiv. Jetzt haben wir verbündete Katzen und eine neue Waffe für unsere Mühen. Cool. Nice. Das war interessant gemacht. Habe ich mir deutlich langweiliger vorgestellt.
Wir haben die neue Ausrüstung der FND bekommen und Benitos Netzwerk einen großen Testlauf unterzogen. Eine echte Win-Win-Situation für Libertad. Wilde Jaguare und noch wildere Soldaten. Wir werden alle in Ehren halten, die heute gefallen sind. Eine neue Waffe. Cool. Ah ja, und mehr von diesen Einsätzen. Widerstand der Bevölkerung. Wir haben ja nur den Dude. Das heißt, den senden wir einfach hin. Okay. Interessant. Scheiße. Könnt ihr das riechen? Mir gefällt dein Stil, Guerrero. Der aufregendsten Scheiße. Roboco Loco, oder wie hieß das Ding gerade? Dann lass mal schauen. Vielleicht ist das die nächste heftige OP-Waffe. Nicht wirklich. Oh, damn, der Unterschied in der Geschwindigkeit, aber... Cool sieht sie aus. Was zum Teufel? Roboco Loco. Rococo Loco. Okay, ja, geht auch. Ohne Robo. Interessant. Akriton, 4. Monat. Dankeschön. Vielen Dank. Bezüglich Motion Sickness, falls es zu schlimm wird. In diesem Far Cry gibt es fast nichts, was man nicht ausschalten kann. Einfach mal im Off ein bisschen durchstöbern. Ja, dankeschön. Also vorhin kam kurz die Frage, da waren wir aber von Sequenz zu Sequenz gesprungen. Ich leide an Motion Sickness. Das bedeutet, wie bei einer Reisekrankheit, wenn ich zu lange mit Blur-Effekten in First Person oder mit starkem Kopfnicken spiele, dann kriege ich Kopfschmerzen und muss reiern. Und da habe ich tatsächlich beim letzten Mal dann auch abbrechen müssen. Aber mittlerweile habe ich viele dieser Effekte runterstellen können, wie du gerade beschreibst. Und ja, bisher ist es ein bisschen besser. Das finde ich sehr schön. Das darf gern so bleiben. Dankeschön. Gut, was machen wir? Was machen wir? Einfach das, was am nächsten dran ist, oder? Die ja. 600 Meter, das klingt doch ganz gut. Rucksack ist ready. Amigos sind ready. Neue Fotos sind ready. Wo ist denn mein Pferdchen? Musst du rufen. Wie rufe ich das? An den Sattel hinter dir. Ah, an dem Sattel, ja. Ich habe einen Sattel, ich suche ein Pferd. Warte. So. Ah ja. Mit genügend Abstand. Untersatz des Vaqueros. Jeder Cowboy weiß, dass er nur so gut ist, wie das Pferd, das ihn trägt. Und dieses Pferd ist einfach das Beste. Das klingt doch wunderbar. Dann nehmen wir das. Das hast du auch, oder? Nice. Ja. Ist das Prime-Pferd? Keine Sorge. Ich tue dir nichts. Es kann sein. Sonst wüsste ich nicht, wo das auf einmal hergekommen sein sollte. Aber ich auch nicht. Gut. Ja. Wie so ist. Na los. Okay, krass, aber in Third Person geht das? In der Regel ja. Kann man bei Far Cry umschalten? Leider nein. Ich konnte damals Skyrim, da fing das an damals, habe ich das gemerkt bei Skyrim, in der First Person auch nicht lange spielen, weil ich auf einmal gemerkt habe, dass ich kotzen muss. Ich dachte, hä, was jetzt? Habe ich eine Gaming-Allergie? Aber nein, dann kam dieses Motion Sickness-Ding langsam auf, weil immer mehr solche Beschwerden natürlich dann auch im Internet beschrieben und besprochen haben. Und dann mit VR. Als VR kam und die Brillen, da ging es dann nochmal richtig steil, ne? Da sind wirklich viele von betroffen in unterschiedlichem Ausmaß, aber ja, ist jetzt nicht so bekannt, ne? Und jetzt in der Regel zum Glück auch nicht so schlimm, zumal eben, wie eben beschrieben, viele neue Spiele dann auch Optionen anbieten, um das Ganze ein bisschen, ja, zu reduzieren, ne? Was ich sehr zu schätzen weiß. Vater Odin, hi. Hey, hier ist es, Bala. Hey. Papa kommt mit Technologie nicht so gut klar. Er hat mich gebeten, dir ein Foto von dem Gift zu schicken. Ich hatte mal mit dem Gift zu tun, aber das ist sehr rücksichtsvoll von ihm. So weit würde ich nicht gehen. Papa vertraut Leuten von außen nur nicht. Aber ich habe gesehen, was du kannst. Sieh dir das Foto an und beweis ihm, dass du weißt, was du tust. Sieh dir das Foto an. Okay, ich folge deinem blauen Punkt. Hier ist Dani. Dani von Libertad. Jo. Ich weiß. Meinst du, das hätte ich vergessen? Nein, ich wusste nur nicht, ob du... Ach, vergiss es. Ich nähere mich hier einer Gegend mit Castillos Gift. Such nach gelben Behältern. Bei Sprühkommandos und Flugzeugen findest du das Gift auch. Alles klar, ich bin dran. Vamos. Vamos, bist du schon da vorne? Ja, ich habe mir die schönen Fotos angeguckt. Der hat uns das schön mit Paint rot umkreiselt, damit wir wissen, worauf wir shooten müssen. Habe ich dich gerade runtergerissen? Da war gerade Blut beim Reinreiten. Huch. Ja, man muss auch mal so... Was zum... Okay. Das war ich nicht... Ein bisschen aggressiver aufeinander zu rennen. Hatte mich gerade schon gefragt, wie du dann so entspannt Overwatch spielen kannst. Das frage ich mich auch, um ehrlich zu sein. Aber vermutlich machst du es erstens nicht so oft und nicht so lang. Das kann tatsächlich daran liegen. Dann haben wir da, glaube ich, auch nicht so eine krasse Kopfnicken-Animation und so ein Kram, ja. Das kommt auch da immer ein bisschen... Gibson? Da gibt es nicht so viele Blur-Effekte. Ja, auch, genau. Hat Floki auch gerade geschrieben, das ist auch immer so eine... Frage der grafischen Umsetzung, ne? Das stimmt.
Ja, ich würde sagen, wir klopfen mal freundlich an, oder? Ist verschlossen. Und was ist das? Okay. Guten Tag, wir sind's. So, da kommt das Gift raus, aber wir haben ja eigentlich unsere Anti-Gift-Ausrüstung noch an, ne? Hat das gerade einen Sniper-Shot überstanden? Ich deaktiviere das mal. Du musst mich beschützen. Ich deaktiviere den Alarm. Dann habe ich keinen Alarm im Darm. Na gut, die... Oh, die Giftfässer können wir uns eigentlich sparen zu zerstören. Die haben ja alle Anti-Gift-Ausrüstung hier. Da kann man die Muni... Nicht alle? Ja gut, dann vielleicht doch nicht. Scharfschütze? Ja gut, ihr müsst ja eh eine Menge kaputt machen. Geht los hier, Rums, Junge. Ein schönes Festival, Junge. Oh no, der Hundi. Oh nein, ein Hotdog. Lauf. Oh, es geht ihm wieder gut. Okay, alles ist fein. Aber ich werde mies beschossen. Da ist wieder ein Helikopter. Scheiße. Oh damn, ja. Spüre den Macarena, du Hund. Sehr schön. Hast du noch deinen Rucksack für den Heli? Ja. Das ist sehr, sehr gut. Wo kriege ich hier eigentlich die Muni her? Ich muss ständig CDs finden im Schrott oder so. Oh, Junge, das sieht gut aus. Nein! Oh, sie sind nicht alle in den Heli. Aber genug. Okay. Rums. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Nicht so rumhusten hier bitte. Hallo? Ein Kernhund in Far Cry, ja. Ob er will oder nicht. Mit der Scheiße kann niemand mehr vergiftet werden. Einfach digitiert. Wir haben wieder erst 21%. Ich habe immer das Gefühl, dass wir fertig sind, da die letzte Mal schon, aber das ist ein offenbar sehr trügerisches Gefühl. Ja. Ich versuche nebenbei noch ein bisschen zu looten hier, ein bisschen Metall. Junge, ja, unsere Maske, die hilft uns doch, Mann. Die Maske, die wir nicht mehr tragen, weil wir unsere coolen Hüte tragen. Ja, genau. Stimmt. Da war ja was. Ja gut, der Hut, der wird mich auch beschützen. Ist ja nicht umsonst mein cooler Hut. Unser Würstchen ist am Boden und Spezialeinheiten kommen, um uns zu jagen. Wir haben jetzt die Wahl, ob wir wegrennen oder kämpfen. Wir werden natürlich kämpfen. Ja. Das ist klar. Natürlich. Der gute alte Scharfschütze, man kennt ihn. Bei uns Schäfern ist das so. Aber ich will erstmal looten, bevor hier jetzt die Kavallerie anrückt. Bestimmt auch Tracer dabei. So. Die jagen dich. Ja, dann sollen sie kommen. Sollen sie hier nicht ankündigen. Hey, Macarena. Da ist er dead. Was hast du gesagt? Jetzt lebt er wieder. Ah, ja. Dein Hund war tot. Oh no. Aber ihm geht's gut. Hauptsache Alessio geht's gut. Na, mein kleiner Wuse. Oh, so ein Feini. Ja, guter Junge. Nebenbei werde ich abgeknallt, aber das ist okay. Beim Hundestreicheln sterben ist okay. Da gibt's echt schlimmere Tode. So, der ist auch kaputt. Sind wir bei 37%? Was gehörte noch alles zu dieser Anlage, wenn wir nicht mal 50 haben gerade? The fuck? Was sollten wir denn noch machen? Das passt, das passt. Die Spezialeinheiten haben deine Spur verloren? Wir haben hier fucking alles in die Luft gesprengt. Wie kann man da nicht Spur verlieren? Aber gut. Es ist ja nicht alles hier. Das ist auch noch woanders. Was? Der Questpunkt ist bei vielen anderen Punkten. Ach so, okay. Hier. Okay, ja, sehr gut. Wir müssen quasi noch zu zwei anderen Orten. Ja. Ja. Ist das ein Gegner oder bist du das vielleicht? Ich bin das. Ich weiß es nicht genau, weil du diese Maske auf hast. Ich kann mir nicht sicher sein. Oh, ich bin so unsicher, aber ich steig mal ein. Ich steig zu fremden Leuten ins Auto. Sir, warum haben Sie Einschusslöcher in Ihrer Scheibe? Passiert ab und zu. Oh shit, hier. Oh, ich werde bedroht. Hilfe, Hilfe, ich brauche Hilfe. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Okay, wir fahren mal da lang, würde ich sagen. Zu Ikaria, hi. So, durch die Wiese und durch den Wald zu Großmutters Haus fahren wir. Schön hier die Tabakpflanze, jawohl. Oh, ja, das war Beton. Das sollte man nicht rauchen. Generell ist Rauchen schlimm, okay? Ja. Um das mal klarzustellen, okay. Wir fahren hier schön die normale Strecke lang. Ach, wunderbar. Ich hätte ja schon alleine Bock, in so eine tropische Region mal zu fahren, um Urlaub zu machen wegen den ganzen Früchten, die das safe anders geil schmecken. So eine Banane, ja, so eine Kiwi, so eine Mango. Ja, das ist ein klarer Minuspunkt, dass wir da einfach sterben aufgrund der Hitze und unserer 1000 Allergien. Aber ein Pluspunkt wäre das Obst, glaube ich. Kann ich hier runter? Da ist Wasser, Musik, ne? Nonstop. Was denn jetzt? Hier bei Radio Verdat. Wieso höre ich jetzt doch das Radio? Ach so, ja, das war jetzt random die Ansage. Ich habe Musik halt aus, aber ab und zu meldet sich der Radiosprecher. Und jetzt kommt Tom Schniedel mit dem Wetter. Oh, schön, hier Picknicktisch. Oh, ja, der war mal schön.
der wäre schön gewesen, aber naja, man kann sich ja nicht nur an der Schönheit erfreuen. Guten Tag, Leute, kann ich hier jetzt mal runter eigentlich? Hier muss doch irgendwo eine Brücke sein, wie wir da rüberkommen. Kann doch nicht nur, was sind das, ein Wald und Wesen? Iltis, hä, was war das für ein Tier gerade? Das ist ein Pferd. Das war doch kein Pferd. Weißt du doch wohl, wie ein Pferd aussieht? Was? Ach, da unten. Das ist doch ein Hirsch. Ja. Mit Ü, ein Hirsch, den kriege ich, die Sau, den hole ich mir. Scheiße. Naja, der Hirsch hat mich überrumpelt, Leute, ihr habt es alle gesehen. Wildunfall. Immerhin lande ich immer auf allen Reifen. Auf allen Reifen, wie eine Katze. Ja. Na gut. Wie eine Katze. Ja, wie eine Katze, die Reifen statt Beine hat. Oh shit, das ist ein ziemlich großer Posten. Ist unser Rucksack ready? Ich fürchte, nee, das ist nein. Auch Rang 5. Also ich glaube, wir sollten hier einfach nur schnell durchlaufen. Ah, wir machen die kaputt, die können nichts. Guck mal, der kann hier gar nichts, der Kollege. Rums, da ist er an CDs gestorben. Du wurdest von Soldaten entdeckt, Verstärkung wurde gerufen. Ja gut, kann Schei wiederfahren. Hallo? Glaub's ja wohl. Soldatos nähern sich auf der Straße. Sie können jede Minute bei dir sein. Was müssen wir denn hier zerstören? Da ist doch so eine Werbetafel. Können wir die nicht einfach kaputt machen? Aber wenn ja, wie? Sonst stand da immer Sprengstoff bei. Anscheinend sind die nicht mehr so blöd, den Sprengstoff neben ihren Täfelchen zu lagern. Das ist sehr schade. Oh, die halten aber doch ein bisschen was aus, zumindest im Auto. Junge, die knallt aber auch die Waffe. Holla, oh, ich muss schneller nachladen. Oh, da ist Guapo, ein Glück. Der macht nämlich wirklich Schaden hier. Der ist auch gepanzert, der miese Hund. Junge! Holy shit! Oh, Hilfe, Hilfe, ich brauche Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Holy hell! Okay, das war gut. Das war gut. Tod von oben, Junge! Ich bin's, Farah! Holla! Ja. Wie mache ich denn Nates hier, Molotow? Mal auf die Karre rauf. Rums! Sehr schön. Jawohl. Zack, bitteschön. Oh, ja. Mr. Aim ist zurück. Das Auto hatte anscheinend eine Atombombe geladen. Siehst du, der hat doch einwandfrei funktioniert hier. Guck mal, Guapo ist auch wieder da. Einmal auf den Rücken gestreichelt. Wunderschön. Wer ist das denn hier? Wer sind Sie denn? Also, nicht mit der Waffe rennen. Habt ihr nichts gelernt? Oh, das sind unsere. Ja, man muss ja zur Begrüßung auch erstmal so ins Gesicht schießen. Guck mal, das halten die doch aus. Ja. Wir brauchen eine Schlüsselkarte, damit wir hier reinkommen. Ich habe einen Schlüssel gefunden gerade. Oh. Ja, ja, das war anscheinend der richtige. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Raven, hi. Nutzt doch die Straße. Das ist mir ein bisschen zu konservativ, muss ich sagen. Straßen werden sich meiner Meinung nach nicht durchsetzen. Das ist nur so ein Konstrukt irgendwie. Weißt du, die da oben, die wollen, dass du das benutzt. Aber nee, nee, bin ich kein Freund von. Hier, Bill Gates, dies, das. Bill Gates ist eine Straße, confirmed. Warst du hier schon drin? Oder geht's hier gar nicht rein? Echt? Also es geht da nicht rein. Ja, aber es geht da nicht rein. Sehr gut. Bist du das in diesem Laster? Ja. Ah ja, sehr schön. Ich erkenne dich nicht, wenn du diese Maske immer auf hast. Ich werde hier wieder ein bisschen... Was ist passiert? Junge! Oh, ein Panzer. Der Panzer. Oh, der dreht sich ziemlich langsam in meine Richtung um. Ja, ich... Aber alles ist gut. Alles ist gut, solange du wild bist. Wir sind ja auch schon in der Nähe. Ich hoffe, der Panzer kommt nicht mit. Ja, das ist ja ungünstig. Panzer, ich begrüße Sie. Oh, Hundis. Der Hundi. Hol den Molotow. Hat er keinen Bock drauf. Du machst den Hundi. Oh, das war gut. Was zum... Das ist nicht den Hundi machen, Schatz. Das ist unser Fahrzeug und uns selber abfackeln. Da müssen wir klar differenzieren. So, wir haben hier schöne Fässchen. Machen wir erstmal ein bisschen... Wer bist du denn? Der Mini-Sniper. Ja. Ich hätte vielleicht von Anfang an auf den Kopf zielen sollen, aber das sind Details. Das sind Details. Denkst du daran, dich um diese Sprühflugzeuge zu kümmern? Die sind sehr teuer und die Armee kann die nicht so leicht ersetzen. Oh. Warum schreiben wir nicht einfach Nachrichten? Wir sind doch nicht mehr in den 90ern. Ist das eine Geisel? Bitte. Ja, kann ich dich retten? Jo. Wie soll ich das je wieder gut machen? Ja, du kommst mit auf die nächste Mission. Was ist mit ihr gerade? Ist das nicht eine Gegnerin? Hallo? Entschuldigen Sie, Ma'am. Können Sie mir sagen, wo hier die Dixie-Klos sind? Entschuldigen Sie, Ma'am. Entschuldigung. Ma'am. Sie wollte es mir nicht sagen. Ich bin ausgerutscht mit der Machete. Es war ungünstig. Passiert. Ich bin ganz doof gefallen.
Ja, und dann ist es Unfälle passieren halt. Einfach passiert. Sad. Woher ist dieser schicke Cybersniper? Ja. War das Vorbesteller oder war das Twitch? Du hast das nicht. Dann müsste es Vorbestellerbonus sein. Ja, so ein Cyberset mit Waffe und Handschuh und all so ein Kram. Nehmen wir hier noch mit. Schön Sprühdose. Das schmeckt. Ein Zettel. Kurze Nachricht. Du wirst dich gedulden müssen, wenn du gleich früh in den Schuppen rein willst. Alberto hat uns mächtig beschissen. Er hat den Schlüssel und ein paar unserer Vorräte in den Teich geworfen. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, diesen Wichser zu feuern. Ich bin in der Stadt, um ein Netz zu holen. Komme gleich wieder. Tut mir leid. Joselito. Oi. Okay. Kann ich da einfach auf den Rucksack? Nee, anscheinend. Hallo. Sag mal, die wuseln ja alle rum. Bleibt doch mal stehen und lasst euch töten. So. Ja, sehr gut. Ausgezeichnet. Schwarz mit dem Gift. Schritt für Schritt vertraut der Alte mir mehr. Wunderbar. Der Alte vertraut uns. Oh shit, das ist der verdammte Endboss, Junge. Feuer löschen, Y. Ja, weg damit. Weg mit dem Feuer. Okay. Zerstört den Damm. Befreit den Fluss. Mehr Spezialeinheiten. Guapo ist gefallen. Aber der Elite-Dude ist down. Chloa, mach's gut. Danke fürs Reinschauen. Tschüssi. Gutes Nächtle und so. Ja, dann sind wir jetzt bei 66%. Wenn ich an meinen Mathe-Grundkurs denke, dann dürften das 2/3 sein. Und das heißt, wir brauchen nur noch den dritten. Da war noch eins. Posten. Wir sind bei 76% und wieder einmal lernen wir, dass Mathe einfach unnütz ist. Das konnte ein weiteres Mal bewiesen werden. Gut, haben wir noch ein Fahrzeug oder haben wir alles in die Luft gesprengt? Hier vorne steht noch eins, alles cool. Ah ja, da vorne. 7 Medizin habe ich bekommen, ausgezeichnet. Oh, der fährt schon los, bevor du einsteigst. Das ist immer ein gutes Zeichen. Warte, was ist denn hier mit reparieren? Das war doch, dass ich so schweiße, oder? Ja, guck mal. Schrauben drehen, Muttern drehen. Mit Öl verschmierten Flossen in der Werkstatt stehen. Wie zu ran an die Trophäen. Musst du nochmal richtig an die Schrauben drehen. Sehr schön. Da wären wir wieder bei Werner. Ausgezeichnet. Kann losgehen. Yay. Seid ihr noch am Anfang, beziehungsweise nach dem Intro? Ich würde sagen, wir sind mittendrin. Weil am Anfang kann man ja nicht mal den Koop-Modus spielen. Ne? Da muss man so die erste Mission machen. Da muss man den Krokodok rekrutieren. Und so einen ersten Posten erobern. Und dann gegen Koop tatsächlich erst. Also würde ich schon sagen, dass wir ganz gut drin sind. Ne? Schon am Anfang, aber mitten in der Action. Sharon, Craft und Chat, guten Abend, der Gönner. Hello. Schönen guten Abend. Erstes Gebiet. Ja, genau, siehst du, so hätte man es natürlich auch sagen können. Genau, genau. Das ist aber hier wieder so ein schönes Häuschen. Waren wir hier nicht vor kurzem erst? Ich glaube schon. Das ist, ja, ich erinnere mich. Ah, diesmal fahren wir rechts rum. Oh, das sieht alles so aus, als würde es explodieren. Aber es tut es nicht. Es sieht wirklich nur so aus. Das ist unser Glück. 200 Meter noch. Junge, die haben das Zeug hier aber auch angebaut. Also was würde ich auch gerne mal sehen. So Reisfelder. Wie in irgendwelchen Ghibli-Filmen. Ja. So schön im Wasser alles angebaut. Irgend so eine Omi mit so einem großen Strohhut. Oh damn. Kann ich damit Schaden machen? Junge, ich kann ihn totschweißen. Oh, du Sau. Oh, scheiße. Junge, dann eben so. Okay, dann lasse ich das mit dem Schmeißen. Ist kein Problem. Was geht da vorne? Oh, ja, das war in der Tat eine Granate. Mann, was haben die denn mit ihrem Feuer? Ihr könnt doch nicht auf einer Plantage arbeiten und so leicht Feuer legen überall. Beruhigt euch doch mal. Rums. Oh, der fliegt aber. Junge, was hab ich denn für einen Wurfarm? Was zum Fick war das denn? Der fliegt ja ins nächste Far Cry rein. Holy shit. Und von wo krieg ich schon wieder überall Schaden? Manchmal raff ich's einfach nicht. Ah, ich will in Deckung gehen und mich hier heilen. Mehr Gift geht in Flammen auf. Ich heile mich mit einer Zigarre. Nice. Das ist ja glorreich. Mit einer fucking Zigarre. So, Rucksack. Vielleicht erwischen wir ja noch was Brauchbares. Maybe sogar das Flugzeug, aber die fliegen ganz schön lange. Junge, werden sie es noch treffen? Die sind dem Flugzeug hinterher geflogen, aber bin mir nicht sicher, ob die jetzt erloschen sind oder... Oh, schade, jetzt sind sie tatsächlich erloschen und so kriegt es keinen Schaden. Ist dein Rucksack noch ready?
Nee, den habe ich gerade auch. Ah, damn, okay, dann können wir es leider nicht rausfinden. Aber ich glaube, es hätte funktioniert. Das Flugzeug war gerade nur ein bisschen zu schnell, leider. Oh, zwei Header, Junge. Der Sniper King. Er war nie weg. Mehr Giftbehälter. Können wir da einfach draufballern? Ja, ne? Haben wir letztes Mal, glaube ich, auch. Hey, Macarena. Okay, die CDs funktionieren dabei nicht so gut. So wollte ich sagen. Sehr schön. Oh, mehr Nades, mehr Mörser, mehr Kaboom. Aber war ich letzte Mal zu weit weg oder zu nah dran? Okay. Egal. Carlos, es ist erledigt. Gut, dann sehen wir mal, ob Napoleon El Pequeño die Nachricht versteht. Ich habe noch mehr Arbeit für dich. Komm zurück ins Lager. Verlauf dich aber nicht, du Turi. Junge, was soll das mit dem Turi-Mann? Aber er wird's bestimmt dann am Ende voll liebevoll zu uns sagen. Und sagt dann sowas wie, mein Lieblings-Turi, ich hab dich immer geliebt. Oh, was ist das denn? Was ist denn diese Karre? Kommen da Gegners raus? Oh ja, tatsächlich. Und sie tritt mir erstmal voll in die Schnauze. Sag mal, hallo. Dankeschön. Konnte die noch was anderes? Sie konnte nur treten. Ich flippe aus. Aber die Karre ist ganz geil. Kann ich klauen? Jo. Da bist du okay. Angenehm. Hallo. Was passiert eigentlich, wenn man mit einer Karre in ein Benzinfass fährt? Wir wissen es jetzt. Hilfe, eine Granate, pass auf! Vorsicht! Ja, ich muss mich heilen, weil du mich überfahren hast. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Du hast das Benzinfass in die Luft gejagt. Was machst du denn da? Dein Auto reparieren. Wir werden beschossen. Leg den Brenner weg. Steig ein jetzt, um Gottes Willen. Oh, wir sind hier im Kriegsgebiet. Ja, erstmal Auto reparieren, Alter. Haben Sie einen Ersatzreifen dabei, oder? Wie sieht das aus hier? Vorsicht, es war Vorsicht. Wichtig. Das, ja. Gefällt's dir da hinten? Ja. Ja, sind auch ein paar Snacks und so. Da oben kannst du filmen in der Kopfhalterung, ne? Mhm. Ist ein kleines Display drin. Nice. Richtig schön. Ja, freut mich. Wenn Sie irgendwas brauchen, sagen Sie Bescheid, ne? Champagner habe ich hier vorne. Und hab ein paar. Oh, ja. Hab so ein paar abgeschnittene Zehennägel hier von den vorherigen Gästen. Wir haben alles. Wir legen hier viel Wert auf Service in diesem Taxi. Und wir drehen... Hey Junge, ganz schön unheimlich. Die Frage ist, kann ich hier querfeldein? Der Fluss ist nicht tief, oder? Der sieht nicht tief aus. Das wird... Oh, ja, guck mal. Das läuft hier bei uns. Großartig. Großartig. Die Kowalski aus den Pinguinen. Was hat Kowalski dabei? Mehr Nades, mehr Mörser, mehr Raketen. Mehr Kaboom. So will ich es nämlich haben. Qualmt mein Auto so? Ja. Oder ist das nur die Straße? Ich glaube, unser Auto hat sich soeben erledigt. Ich repariere es eben. Das sah so toll gepanzert aus. Es muss leben. Es rollt. Aber nicht. Na? Kannst du es nicht mehr reparieren? Doch. Es geht. Ja, machst du den Gegner. Ich repariere den Reifen. Wir machen die Gegner nicht. Wir fahren vor denen weg jetzt. Geht weiter. Ist wie neu das Ding. Los geht's. Okay, ich hoffe, du bist drin. Es geht weiter. Oh Gott, weiter geht die Lustgefahrt. Ja, brauchen Sie noch Chips oder so? Zack, nee, brauchen Sie einen toten Soldaten? Hätte ich jetzt auch im Angebot. Wir haben hier alles. Wir legen hier sehr viel Wert auf das Wohl unserer Gäste. Und ich glaube, da geht's lang. Ja, mitten in der Schießerei am Reparieren. MacGyver. So sieht's aus. Wie in Assassin's Creed Unity, wo man fortwährend als Pisspot bezeichnet wird und am Ende stellt sich heraus, dass das Anerkennen war. Einfach ein schöner Pisspot, Leute. Da sehe ich mich. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang fahre. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Das freut mich zu hören. Wir werden immer gern gelobt von den Fahrgästen in diesem Unternehmen. Und ich glaube, da könnte vielleicht den Berg hoch? Oder können wir einfach Schnellreise machen, wo wir jetzt outfight sind? Maybe ist das die bessere Idee. Wir können keine Schnellreise benutzen. Wieso nicht? Steht momentan nicht zur Verfügung, aber weil wir noch infight sind bestimmt. Oder weil wir in einem aber Auto sind. Weil, wenn du dieser Straße folgst... Ja. Ich glaube, die geht durch den Berg und dann geht's weiter. Es ist auf jeden Fall noch arschweit weg. Ja, das ist halt über einen fucking Kilometer, ne? Ja, die aber haben... wir können dahin... Wir haben das Gebiet halt noch nicht entdeckt, deswegen geht die Schnellreise noch. Ach so, hier ist irgendeine Tiki-Hütte... Und ich glaube, hier sollte ein Auto nicht sein. Aber das hält mich nicht auf. Geländewagen! Geländewagen! Sehr gut. Sehr schön. Denn mit einem Geländewagen kann man sich ins Gelände wagen. Wissen die wenigsten, ist aber trotzdem die Wahrheit. So.
Hier ist wieder ein Fluss. Ich dachte halt eigentlich, du folgst der Straße. Das ist so das Problem. Die Straße. Aber wir kommen immer in der, ja. Die Straße ist immer da, wo ich bin. Wir können auch zu Pferd gehen. Zu was? Zu Pferd. Wir können auch zu Pferd gehen. Finde ich gut. Aber ja. Guck mal, ihr habt den nächsten Fluss überquert. Das wird. Überquert ganz ohne Pferd. Oh, mehr Pferde, mehr Betonblöcke. Scheiße. Oh. Besorg mir etwas davon, dann kann ich dir mehr Supremos bauen. Und wenn du dabei die Flachs ausschaltest, kannst du dich frei durch Yaras Luftraum bewegen. Irgendein Irrer hat dieses Pferd geschändet, wenn ich den erwische. Dieser Irrer. Alarm. Jo, das ist irgendwie nicht so gut gelaufen. Die sind alle an derselben Position runtergekracht. Was soll das denn? Ey, ich will erstmal das Geschütz hier kaputt machen. Wie mache ich das? Ja, Konvoi. Was für Konvoi? Du redest in fremden Zungen. Okay. Guck mal, ich habe Uran. Das ist mal kaputt. Indem man, ja. Hier auf diesen Block schießt. Nee, das war der falsche Block. Darauf. Redest du, verdammt, naja. Ich bin sicher, du hast etwas Uran übrig, das dir ein Loch in die Tasche brennt. Wieso haben wir uns so lange nicht mehr gesehen? Sind meine Supremo- und Impro-Waffen nicht mehr gut genug? Natürlich sind sie das. Ich war nur beschäftigt. Sie? Naja, ich vermisse dich. Team Juan vermisst dich. Oh. Und falls du es schaffen solltest, befördert zu werden, statte ich dich gern mit ein paar von meinen Spielsachen aus. Ja, vorhin ging's damit kaputt. Du findest das raus und ich lese diesen schönen Zettel. Okay. Der Mann hinter dem Wandbild. Ich werde beschossen, ich wollte doch nur was lesen. Junge, ich habe angefangen und der Wichser kam. Jetzt ist es kaputt. Okay. Hurra! Elisio Zayas ist ein schwer fassbarer Künstler, der kaum Interviews gibt. Tatsächlich schreibt und redet er so gut wie nie über sein Werk. Das Bild wird seine Gewalt oder seine Friedfertigkeit selbst ausüben, je nachdem, wie es sich entscheidet. Ich bin nur ein Wegbereiter für seine wahre Bedeutung. Zaya spricht für gewöhnlich kryptisch über sein atemberaubendes Wandgemälde, das die Oluwas darstellt, die Triada-Gottheiten von Yara. Er gibt sich wahrhaftig größte Mühe, jede explizite Erläuterung von Bedeutung zu umschiffen und zieht es stattdessen vor, nur anzudeuten und nicht zu erklären. Kommt ihr klar hier, wenn ich lese? Was zum Fick, Mann? Ja, ach du Scheiße. Was ist denn passiert? Guapo, mach ihn kaputt, die miese Sau. So, und dafür trage ich dich jetzt. Und zwar direkt ins Feuer. Kann ich den werfen irgendwie? Nee, kann ich nur ablegen. Na gut. Oh! Ich habe irgendwie nicht rausgefunden, wie das Ding kaputt geht. Backflip. Sie haben meine Spur verloren. Hast du immer noch nicht rausgefunden? Letztes Mal konnte ich es mit so einem Stromkasten kaputt machen, aber jetzt? Hm. Ja gut, ein Molotow. Haben wir irgendwas anderes mit richtig Wumms? Flammenwerfer? Eher nicht, oder? Granaten haben wir, glaube ich, nicht. Kabel lang. Kabel. Schweißbrenner vermutlich auch nicht. Maybe, wenn wir einfach das Auto rufen mit dem MG auf dem Rücken? Fahrbarer Untersatz. Maybe können wir damit einfach genügend Feuerkraft reinzimmern. Ich weiß es nicht. Da vorne steht's, glaube ich. Haben wir, glaube ich, auch nicht. Wir haben nur Molotows, wenn ich mich nicht irre. Aber maybe klappt es ja mit dem Geschütz, weil das hat ja eigentlich auch Schmackes, ne? Mal sehen, da müssen wir eventuell nur ein bisschen ranfahren. Na, okay, sieht nicht so vielversprechend aus. Na, vielleicht da hinten dran? Ich weiß es nicht. Ist natürlich ärgerlich jetzt, dass wir das nicht kaputt bekommen, ne? Wo wir doch so nah dran sind. Oh! Was war das denn? Das ist eine gute Frage. Das sind irgendwelche schwer gepanzerten Kollegen. Aber die sind jetzt auch hin. Da kommt noch einer. Junge, was ist mit denen? Naja, aber das kriegen wir tatsächlich nicht kaputt. Schade. Dann müssen wir die Waffen wohl mal aufwerten demnächst, ja. Tschüss. Ja, gut. Wieder was gelernt. Naja, dann müssen wir nach Hause fahren. Na, Hause. Okay, im Wiener Todesschritt statt Walzer. Kann man machen. Ist der Juan nicht auch die Stimme von Herc Dropman Senior aus Far Cry 5? Der alte Sack, der Governor werden wollte. Oh, ich erinnere mich.
und die Kanadier mit Eismauern aussperren wollte. Ich erinnere mich sehr, sehr gut, aber leider nicht an die Stimme von dem Dude. Kann natürlich verdammt gut sein, dass sie so ein paar fähige Sprecher generell an der Hand hatten und die dann einfach wiederverwerten. Klingt jetzt böser, als es gemeint ist, ne? Weil sie halt so einen guten Job gemacht haben, also ja. Zumindest denkbar. Kommen wir hier nicht hoch? Doch, aber ich wollte nur wissen, ob das der richtige Weg ist. Ja, alle Wege führen nach Questabgabe und so. Oh. Okay. Oh. Vorsicht. Vorsicht. Ja, ruhig noch weiter hoch, ansonsten springen wir mit dem Fallschirm runter. Jawohl. Okay. Glaube, den haben wir noch. Glaube, der ist nicht verbraucht worden durch das eine Mal. Zumindest hoffe ich das. Das ist jemand mit einer Quest. Ja, das war jemand mit einer Quest. Jetzt ist er tot. Oh Gott. Er lebt noch, er leidet. Naja, tschüss. Die Ameisen werden den schon auffressen. Hoppala. Fahrradflucht. Ja. So, sehr schön. Ja, immer ein bisschen, ausschwenken auch. Wie du siehst, nisch, hier sind lauter Bäume und Steine. Gucke da, ja, noch ein Baum. Ja, nicht. Baum weniger. Lass uns jetzt den Fahrstuhl, Baum weniger. Den Fahrstuhl benutzen. Den Fahrstuhl. Ich steige aus. Bitte nicht über mich rüberfahren. Ich habe Joghurt im Rucksack. Dankeschön. Sehr gut. Ja, oh. Wir können. Oh oh. Ja, aber das ist bestimmt ein Freund von uns. Nee. Oh. Was zum Fick? Fick dich, du Hund! Hä, da sitzt gar keiner drin, oder was? Hä? Ja, tschüss, ne? Was macht der denn? Was zum Fick? Naja, er ist Totenkopf auf jeden Fall, aber... Okay, jetzt ist da jemand drin. Er sitzt drin. Vorne im Cockpit. Cock. Aber auch dem machen wir keinen wirklichen Schaden. Mein Rucksack ist aber gleich wieder ready. Das ist gut. Den würde ich ja gern noch runterholen. Aus dem Cockpit runterholen, Lachkick. Na, sind wir bis dahin verpisst, ja. Tja, ich glaube, der lauert schon auf uns, oder? Ist das maybe diese Elite-Truppe, die gemeint war? Oh, was ist hier denn? Junge, irgendein Puma! Oh shit, Hundi, pass auf! Spür den Zorn der Musik! Oh scheiße, ich spür den Zorn der Musik! Muss ich erstmal nachladen hier. Rums! Sehr schön, ausgemacker Renat. Puma-Fleisch. Sehr schön. Nice. Aber das hätte ein mieser Jumpscare werden können, aber glücklicherweise habe ich ihn zuerst gesehen. Hier ist keiner, du siehst uns nicht. Ne, 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 ne. Nee. Na, der ist auch so hoch, aber ich glaube, der Rucksack trifft den, oder? Hinten auf den Rotor, der trifft okay. Den trotzdem. Auf das kleine Rotor-Ding. Na gut, wenn man den maybe trifft, das natürlich eine große Herausforderung für mich ist, dann könnte das gehen. Er macht aber auch, was macht er denn? Ist das hier irgendeine Stuntflugshow oder was? Holy shit. Ich treffe ihn nicht. Ergib dich, Junge. Was zum Fick? Was ist denn das jetzt hier? Ist sie auch ein Gegner? Nö. Ja. Hä, was seid denn ihr jetzt für Dudes? Ihr seid unsere Verstärkung oder was? Die Kavallerie ist da. Junge. Ja gut, so ein bisschen Dampf da rum. Rucksack ist ready. Geht los. Okay. Boom. Scheiß Heli, Junge. Oh, sie fliegen hoch. Oh, nein. Wow. Aber die treffen noch. Ja. Yeah. Das kommt davon, du Hund. Da fliegt er runter. Hui. Hui. Junge, wo kracht der jetzt rein? Holy shit. Vielleicht knallt der jetzt... Oh, ich bin im Stein gefangen. Vielleicht knallt der jetzt auf das Geschütz drauf. Das wäre Ehre. Langsam. Aber ich glaube, da unten ist nur eine Farm. Unsere kleine Farm. Und er ist despawned in der Luft. Gut. Ein Schorkenhubschrauber. Oh, Fallschirmtime. Das sieht sehr gut aus. Du fällst ein bisschen schnell, kann das sein? Ah, da ist er, der Fallschirm. Okay. Ich auch. Hui. Fallschirm. Sehr gut. Auch das ist entspannt. Schön. Über den Wolken muss die Freiheit wohl Huhn sein. Da war eine Fliege auf deinem Fallschirm. Da hatte ich Angst, dass sie die Seile durchbeißt und so. Habe ich was verpasst? Dafür bin ich auch bekannt. Schießt du mit CDs? Ja, mit Macarena-CDs. Geil, oder? Macarena. Ist total. Aber keine Sorge, die Passagiere sterben nicht. Bei Kraft stirbt niemand. Die haben nur Kopfweh von der Landung. Ja, ist ein bisschen ruppig dann gewesen, die Notlandung, ne? Aber die wissen ja, worauf sie sich eingelassen haben mit mir. Deswegen ist das halb so wild. So. Wir sind wieder hier in unserem Revier. Waren nie wirklich weg. Haben uns nur versteckt. Und du bist schon wieder deutlich vor mir.
gar nicht wahr. Du bist einfach nur sehr langsam. Ah ja, das höre ich öfter. Nein. Oh. Oh, ja, das ist in der Tat nicht so gut gelaufen. Hallo. Ein Schlüssel. Ich glaube, den braucht er nicht mehr. Bonjour. Oh. Ja, flackerndes Licht, Junge. Fucking Dead Space. Hurra. Du gehst vor. Hurra, hurra. Räudige Gänge mit ranzigen Türen und mit Metall. Und räudigem Licht. Aber. Ach, gruselig. Huhn. Junge, die sind aber sehr sauber gerupft. Ich höre sie noch, obwohl sie tot sind. Sie reden mit mir. Ich bin ein Medium der toten Hühner. Darum kann ich auch bei McDonald's nicht reingehen, weil die Chicken Nuggets zu mir schreien. Guck mal, das schläft hier. Sehr nice. Und du hast irgendeinen neuen Skin gesammelt oder so. Ja, hier war gerade eine Hühnerbox. Ganz viel Hühnermedizin. Sehr schön. Da liegt auch noch ein bisschen was. Hier lag irgendwo eine Notiz. Ah ja, hier auf dem Tisch. Kurze Nachricht. Tag 6. Sie fressen nichts mehr. Hab keinen Plan, warum. Sie schreien nur. Ich kann nicht mehr schlafen. Tag 7. Ich habe Fleisch besorgt. Vielleicht fressen sie das ja. Die Biester bringen mir nichts, wenn sie tot sind. Tja. Die armen Hühnchen. Zu lange in Shadowlands gewesen. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich höre sie aber immer noch. Hühnchen. Ich höre sie nicht mehr auf jeden Fall. Einen Fahrstuhl in die Hölle gefunden. Oh, jetzt habe ich sie kurz doch wieder gehört. Okay. Oh Gott, du gehst in diesen Raum. Du musst vorgehen, mein Schatz. Ich muss hier sofort raus. Wenn mich die Hähne von den Wänden abfallen. Das ist nicht da reingehen. Naja. Ich habe auch bis eben vergessen, warum wir hier drin sind, aber diese Sporne von dem Hahn sollten wir ja holen. Oh Junge. Das ist gar nicht mein Gameplay um 23.36 Uhr. Lululu. Eine Mine. Fucking Moria. Ist hier jetzt ein Riesenhahn drin oder so? Toll, ich bekomme gerade Hunger nach gebratenem Huhn. Jetzt so ein KFC-Eimer, oder? Da wäre ich aber voll bei euch. Wer bestellt, wer hat Bock? Wir kommen dann rum, alle. Ja, so sieht's alle aus. Wir essen dann hier in der Mine. Ihr seid herzlich eingeladen. Sie nennen es eine Mine. Eine Mine. Da hatte ich in Fallout doch erst so eine abgefuckte Quest auch. Ich wechsle mal. Aber wozu? Zum Macarena-Werfer. Ja. Was ist das denn? Das da steht er. Was ist denn das für ein Vogel? Bitte lass es ein Bosskampf sein. Nicht? Oh Gott. Oh Gott, doch! El Polo Loco! Für dich, Gordito. Okay. Kann's kaum erwarten, hier wieder rauszukommen. Gut. Als ob hier wirklich ein Huhn war. Der Bosskampf war jetzt relativ entspannt. Mehr Hähne. Was, mehr Hähne? Ich muss mich hier schnell verpissen. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Ja, wir müssen hier raus. Molotow! Brathähnchen. Gut, wir bringen das Fleisch auch direkt mit, Leute. Wir sind voll dabei. Hier sind die Nester auf den Steinen. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay. Lass uns hier bitte wir müssen hier dringend raus. Tschüss, Leute. Was zum Fick, Mann. Hilfe. Die Hähnchen. Sie greifen. Sie krachen von oben runter. Was ist das? Geh kaputt, du Schwein. Kann ich hier wenigstens looten? Nicht mal das. Okay, tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Oh Mann. Die Hühnchen. Das ist einfach. Da ist doch eins. Junge, er bewacht den Ausgang. Holy! Ist das krank? Was soll das denn, Mann? Auf Wiedersehen. Das war nicht so clever. Ah! Na, hier stinkt's nach Scheiße. Ja, hier stinkt's in der Tat nach Scheiße, aber ich heile mich eben mit Panzertape. Ist kein Problem. Huh, wir haben es geschafft. Dabei kommen die Hühnchen raus. Ja. Die Hühnchen, sie sind überall. Sie sind in uns. Das ist wie so ein Alien. Ich will hier endlich raus. Kommt gleich aus dem Bauch raus. Scheiße, Junge. Mehr Hühnchen in dem Gang. Oh nein. Die Armen. Junge. Nein, guck mal, die sind freundlich. Das sind Hühner. Das sind keine Hähne. Die freuen sich, dass wir sie befreit haben aus dem Lustschloss der Hähne. Guck mal, wie sie tanzen. Chicken Dance. Gleich kommt DJ Ötzi. Jetzt bilden wir mit den Händen ein Dach über dem Kopf. McDonald's. Wurde er also von den Hühnchen getötet? Jo, der wurde einfach von den Hühnchen zerfetzt. Ja, es gibt schlimmere Tode, muss man sagen. Das ist schon okay. Ich glaub nicht. Naja, Hühner sind im Grunde Raptoren. Also, ja. Das ist schon ein sehr ehrenwerter Tod.
Muss man einfach. Ja, das ist dauernd. Einfach anmerken. Oh, damn. Oh, 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 Junge. Verpiss dich, du Hund. Spür meine Leuchte gern. Da sind immer noch ganz schön viele. Ich steige jetzt hier in dieses Auto. Ja. Hier bin ich sicher. So. Finde eine Übergabestelle. Okay. Ich fahre und verpiss mich. Yeah, yeah. Zagaris, 4. Monat. Hey, dankeschön. Was? Hier ist Danny. Das war schlimm. Dieser Ort. Blut, Scheiße, überall Vögel. Ich hab's kaum lebend rausgeschafft. Alles klar, gut, gut, gut. Aber sag mal, die Spuren hast du schon, oder? Ja, hab ich. Und mir geht's gut, danke. Gordito, hast du das gehört? Ja, Danny. Der Süße wackelt vor Freude mit seinem kleinen Hintern. Und jetzt komm zurück. Okay, können wir maybe jetzt Schnellreise machen, bevor die Hühner uns töten? Oder auch nicht. Oh, man sieht sogar die Flugabwehr-Range von den Dingern. Okay. Oh. Schnellreise momentan nicht verfügbar. Toll. Vielleicht nichts wirklich am Fahrzeug? Rang 5. Maybe, wir können ja mal aussteigen. Weil eigentlich waren wir doch da auf der Farm. Ja. Mal sehen. Ah ja, tatsächlich. Na dann. Reisen wir zurück. Hurra, hurra. Du hast die Hoonvasion entfesselt. Ich fürchte auch, ja. Mein KFC hat seit der Flutsache vor 3 Monaten immer noch zu. Oh Mann. Ja, das ganze gute Hähnchen einfach weggeschwemmt. Belastend. Das ist wie bei Zelda, wenn du ein Huhn angreifst, kommen sie alle, ja. Ich habe ja Zelda nicht gespielt, aber das kenne ich von Insta und so, wo ich auch beim ersten Mal dachte, warte, was? Was hat er da gemacht, dass jetzt alle so ausflippen? Die Hühner. Neuer Guerrero. Guten Tag. Wir sind wieder da und können abgeben. Auch hier ist aber auch gemütlich bei Nacht. Das hat schon Stil. Hat irgendwie was von so einem Bazar. Von so einem größeren Markt. Als würde da gekämpft. Neue Herausforderer! Alte Champions! Kann ich mal kurz ehrlich zu dir sein? Alle sind willkommen! Du hast da wirklich was Besonderes getan. Hey. Ich verrate dir ein Geheimnis, okay? Ich gebe den meisten meiner Kämpfe auf. Die Vorstellung, dass Gordito verletzt wird, macht mich ganz fertig. Oh. Diese Sporne. Oh. Die machen ihn glücklich. Und nur das zählt. Jedenfalls hast du uns einen Gefallen getan und ich vertraue dir. Aber wenn du irgendwem irgendwas erzählst, mache ich dich fertig. Ich habe einen Ruf zu verlieren, okay? Bespaßt mich mal jemand? Nice. Er hat seine Sporne wieder. Und er freut sich. Ein Ansporn für uns alle. Lachkick. Silver Surfer, hi. Grüße, Grüße. Und hier hatten wir doch auch fertig, oder? Frau Cesar soll mächtig sauer sein wegen dem Gift. Du hast einen kurzen Prozess mit seinem Laden gemacht. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Vielleicht. Also bitte ich dich jetzt um einen Gefallen. Unsere Leute vergammeln in Rosés Gefängnissen. Einer von ihnen, Miguel, ist wie ein Sohn für mich. Wir brauchen einen Gefängnistransporter, um sie rauszuholen. Klau einen, dann treffen wir uns an der Tankstelle beim Gefängnis. Wir fahren rein, laden unsere Leute auf und verschwinden, bevor irgendjemand was mitkriegt. Ich vertraue dir, Turi. Also, verkack es nicht. Na, und dann, er vertraut uns schon mal. Kraft mit dem Raketenrucksack ist aber was anderes gemeint, als 10 Plastrohre auf dem Rücken voll mit Sprengstoff. Nein, da ist genau das gemeint. Hast dir nicht so viel Zeit mit dem Gefängnistransporter. In meiner Welt ist das so. Ja, dann war das schon die Folgequest. Gut, okay. Dann sind wir, glaube ich, hier soweit durch mit allem und den Abgaben, oder? Dann müssten wir jetzt wieder komplett nach vorne preschen. Ich würde sagen, das ist ein sehr guter Punkt für den nächsten Cut. Oha. Oder was meinst du? Ja. Bevor wir jetzt wieder tausende Kilometer fahren. Wir wissen, da kann es bei unseren Fahrten Hindernisse geben. Und darum müssen wir hellwach sein, weil niemand jemals wissen wird, was uns genau bevorsteht. Es war mir aber wieder ein wahres Fest. Es war uns ein wahres Fest mit euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Komplett crazy Far Cry von den Quests, den Stimmen, den Charakteren, den Begleitern. Also bombastischer Auftakt. Jetzt von der eigentlichen Main Story, ne, mit den Gebieten. Und da haben wir heute ja auch schon ordentlich auf die Kacke gehauen. Insofern hoffe ich auch euch hat die amtliche Bespaßung wieder gefallen. Und dann werden wir uns natürlich... Okay. werden wir uns natürlich die nächsten Abende... wieder hören. Kannst du schon ungefähr voraussagen, wie das mit der Schicht aussieht? Ja. Ja. Mittwoch, maybe? Am Mittwoch habe ich bis 20 Uhr, das geht. Okay. Erst am nächsten Sonntag bis
nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag geht's. Naja, gut. Das merkt sich sowieso keiner. Also, Mittwoch. Mittwoch, Freunde, werden wir uns höchstwahrscheinlich wieder hören mit der nächsten Runde Far Cry und dann freuen wir uns, wenn ihr natürlich wieder mit dabei seid. Ansonsten wie immer 2 neue Videos um 0 Uhr auf YouTube, so auch gleich. Und natürlich ca. 16 Uhr, da geht's morgen dann weiter mit Cyberpunk. Auch da freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal noch eine wunderschöne gute Nacht, einen schönen Abend und dann einen nicen Start in die neue Woche. So sieht's aus. Danke fürs Reinschauen, Dankeschön für euren tollen Support und bis zum nächsten Mal. Tschüss!